So, der Stream sollte jetzt live sein, Leute. Macht schon mal alle ready. Der Coach steht ja hier einmal 0405. Modus wie immer halt Teams. Und das Thema ist dieses Mal egal. Und weil wir gerade noch am Anfang des Streams sind, mache ich den Rundenstart bei 5 Leuten bereit. Moin Leute an alle hier nochmal im Chat. Schreibt mal alle rein, ob ihr gleich reinkommen werdet. Einladen mache ich wahrscheinlich halt, wenn ich Beschützer brauche. Gerade brauche ich aber keine Beschützer, weil wir gerade noch die erste Runde starten und es sind halt extrem wenige Leute noch dabei in der ersten Runde. Deshalb würde ich sagen, dass du in der nächsten Runde dann Beschützer sein kannst. Mach erstmal halt ganz normal bereit, also mach halt ganz normal beim Skin Contest mit. Schützen darf fast. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt einen Beschützer brauche in der ersten Runde. Man sieht, wir sind ja gerade mal 2 Leute bereit, leider nur. Und bei so wenig Leuten brauche ich erstmal keinen Beschützer. Also spiele erstmal halt ganz normal mit beim Skin Contest. Also als jemand, der halt ganz normal teilnimmt.
Zwei Leute fehlen uns, dann werde ich auch die erste Runde starten. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr den Stream teilt oder so, damit halt noch mehr Leute reinkommen. Und Gruß geht hier nochmal raus an die Maria Sophia. Schön, dass du im Stream dabei bist. Okay, wir sind jetzt sechs Leute ready. Schreibt mal in den Chat rein, ob ich noch ein bisschen warten soll. Vielleicht kommen ja noch mehr Leute rein. Oder ob ich jetzt schon starten soll. Schreibt es mal einfach in den Chat rein. Wir sind jetzt zehn Leute. Ich glaube, das reicht dann für den Start. Okay, jetzt sind hier auf einmal 12 Leute geworden. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, dass ich die Runde hier starten werde. An die Leute, die es nicht geschafft haben, ihr könnt dann halt bei der nächsten Runde mitmachen. Diese Runde wird eh nicht so lange gehen, weil wir sind halt nur 12 Leute. Sollte eigentlich relativ schnell anstatten gehen. Ah, ich habe schon gestartet. Sorry, Lurch. Du kannst dann bei der nächsten Runde mitmachen, natürlich. So, an alle, die bei mir noch nie im Stream dabei waren. Wenn ihr mitmachen wollt beim Skin Contest, dann bitte ich euch hier zu landen. Also bei dieser Kurve unten links von Conny Crossroads. Das wäre halt am besten. Ich gehe dann kurz in Conny Crossroads, hole mir Waffen, damit ich da euch dann eliminieren kann, wenn euer Skin mir nicht so gut gefällt oder so halt, wenn ich euch rausworten will. Aber an alle anderen, geht mal bitte dort unten links von Conny Crossroads hin. Und zwar genau hier. Und wenn ihr schon mal dort seid, könnt ihr aus Stein oder aus Metall auch schon mal eine Base bauen. Beziehungsweise halt so einen Gang mit einer Tür, damit ich halt gut bewerten kann. Das wäre halt am allerbesten. So, dann mache ich nochmal den Sound ein bisschen hier lauter. So, das würde reichen, glaube ich. Schreibt mal rein, ob man mich auch sehr gut verstehen kann hier im Live-Chat oder nicht so. Also ich kann mich noch selber lauter machen, natürlich. So, ich glaube, vom Loot her reicht es. Deshalb gehe ich auch schon mal zu dieser Kurve hin, wo sich die alle anderen befinden. Und wie ich sehe, habt ihr euch alle schon mal brav angestellt hier. Das gefällt mir schon mal. Sondern würde ich sagen, dass ich hier einen Gang jetzt baue. So. Ja, dann könnt ihr euch gleich hier vor der Tür aufstellen. Und die Gewinner kommen dann nach oben. Ach, dann würde ich sagen, dass wir auch gleich anfangen werden. Der erste kann schon mal kommen. Und ich sehe, das ist eine rot-schwarze Kombo, die mir extrem gut gefällt. Ich habe noch nie diesen Skin gesehen, tatsächlich. Ich glaube, der ist aber aus der Season 10. Aber der gefällt mir. Du kannst schon mal weitergehen. Oh Gott, von wo kam das denn, Mann? Ah, ich habe leider nicht so viel Stein gehabt, um alles aus Stein zu bauen. Und ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo diese Person hier ist, die mich streamsnipen will. Wenn ihr ein paar Mats habt, dann droppt mal bitte alle eure Mats zu mir, damit ich halt noch mal eine neue Base bauen kann. Am besten halt Stein oder aus Metall. Okay, hier habe ich ein paar Wände bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Okay, also hier muss noch auf jeden Fall mal eine Tür rein. Sonst wird das nicht so gut laufen. Also mach mal hier bitte vor mir noch eine Tür hin.
wenn ihr noch ein paar Mets habt. Okay, egal. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Hier eine weiß-goldene Kombination. Ist ganz okay, aber das Backbling hat nicht so gut gepasst, deshalb werde ich dich hier mal rausvoten. So, dann haben wir hier eine geile lilane Kombi. Die gefällt mir ganz gut. Du kannst schon mal weitergehen. Dann kommen wir zum Samurai. Ah, die Spitzhacke passt leider nicht, deshalb muss ich dich hier auch eliminieren. Hättest du eine andere Spitzhacke, würde ich dich aber auf jeden Fall weiterlassen. So, dann kommen wir zum Fisch hier. Okay, also die Spitzhacke, doch, naja, doch, die passt farblich her. Du kannst schon mal weitergehen, Fisch. Oh, 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 shit. Ich glaube, dort ist jemand, oder? Hoffentlich kümmert der sich darum. Aber egal, ich mache mal weiter hier. Aber mir fehlt wieder die Mets, um eine Tür zu bauen hier leider. Das ist nicht so nice. So, also dann die Leute, die noch nicht weitergekommen sind, komm mal bitte hierhin wieder zur Tür. Genau hier. Geht nochmal durch die Tür durch, die Leute, die ich halt noch nicht weitergelassen habe. Na genau, perfekt. So. Okay, das ist ein No-Skin. Also du bist bei mir als No-Skin angezeigt, deshalb kicke dich hier leider auch raus. Weil No-Skins kann ich leider nicht weiterlassen. So. Dann machen wir mal weiter hier zum Fußballskin. Ist ganz schwitzerhaft, diese Kombo. Gefällt mir sehr gut. Kann's auch schon mal weitergehen. So, dann zum nächsten Kandidaten hier. Komplett Gold. Dann noch ein bisschen rosa, weil dieser Skin ist ja auch noch weiblich. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. Gutes Skin-Kombo. So, dann kommen wir zum Naruto-Skin. Ich glaube, Sasuke heißt du oder so. Also ich bin mir echt nicht sicher. Bis hast hier ein bisschen rot, bisschen rosa, deshalb passt es auch mit dem Rucksack, weil der Rucksack ist ja rot, dein Kleid ist rot und deine Spitzhacken sind rosa und du hast ja noch rosane Haare, deshalb kannst du schon mal weitergehen. Also von den Farben hat es halt sehr gut gepasst. Dann haben wir hier den Naruto, also das Backbling passt richtig gut, die Spitzhacke leider nicht so, aber ich lasse dich trotzdem mal weiter, du hast trotzdem die Chance hier zu gewinnen. Oh, warte, da wird die kurz gesniped. Ich werde mich mal kurz darum kümmern. Alle anderen, bleibt mal bitte in dieser Box hier stehen. Das wird, glaube ich, nicht so lange dauern, hier diesen Stream-Sniper zu holen. Obwohl, nee, er ist wieder mit den Spider-Man-Dingern weggegangen, leider. Aber egal, von ihm ist ja bisher noch niemand gestorben. Deshalb ist noch alles okay. So, als nächstes machen wir dann weiter mit einem Emote. Dann würde ich sagen, dass die Leute hier alle runterkommen sollen. Und dann durch diese Tür hier gehen. Und wenn ihr durch diese Tür geht, dann macht mal bitte ein Emote. Also zu einfachen Tanz, wie zum Beispiel diesen hier einfach. Dann werde ich halt entscheiden, ob der zu euren Skin passt oder halt eben nicht. Und fangen wir mal gleich an. Okay, sie macht hier dieses rote Emote. Das passt halt natürlich zum Skin. Du kannst schon mal weitergehen hier. So, dann kommen wir zur lilanen Ritterin. Mal schauen, was sie hier hat. Okay, ja, das passt halt richtig gut. Das ist ja dieses Kevin-Emote, glaube ich. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. So. Okay, ist halt noch beides Essen. Fisch ist ja Essen, Pizza ist Essen. Deshalb würde ich dich auch nochmal weiterlassen. Ist aber knapp an der Grenze dran, würde ich sagen. So, dann haben wir hier Gold auf Gold. Mal schauen, wie viele Wins du hast. 14 Stück, das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Du kannst auch schon mal weitergehen dann. So, mal schauen, was die Fußballspielerin drauf hat. Ah, okay, also es gibt Fußball-Emotes, die würden halt viel, viel besser passen, deshalb eliminiere ich dich hier mal. Okay, dann hat hier der Route noch ein Kampf-Emote, was mir sehr gut gefällt. Deshalb kannst du auch schon mal natürlich weitergehen. Dann kommen wir zur weiblichen Naruto-Skin. Das ist ganz gut mit diesen rosanen Herzen. Gefällt mir ganz gut zu den Farben, deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. So, dann stellt euch mal in die Reihe wieder auf. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt die Emoticons bewerte, also solche Sticker, die man in die Luft werfen kann. Also komm mal hier durch die Tür durch und zeig mal ein paar Emoticons, die ihr habt. Okay, da ist schwarz und rot dabei, deshalb würde ich sagen, dass du hier weiterkommst. Passt halt übelst gut zu deiner Skin-Kombo. Mal schauen, was diese Dame hier zu bieten hat. Okay, die hat Bana, den Charlie, der ist zwar gelb, aber im Kolosseum-Style und da sind ein paar goldene Sachen, goldene Details dabei, das kannst du auch schon mal weitergehen. So, dann beim Fisch. Okay, also dieses Fisch-Emoticon ist ganz gut, kannst du schon mal weitergehen. So, mal schauen, was die Ritterin hier hat. Ah, das passt leider nicht so, das ist mehr so eine hellblaue Farbe, diese Blume. Deshalb würde ich sagen, dass du hier mal raus bist. Mal schauen, was der in der Route hier hat. Okay, er hat den Ben, der sieht richtig ähnlich aus wie der Naruto-Skin selber. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen.
So, dann hast du hier einmal rosane Muskelbizeps. Du kannst dann weitergehen. Dich habe ich ja davor schon rausgeoutet, weil du bei mir leider No-Skin bist. Ich weiß nicht, ob du wirklich No-Skin bist, aber No-Skins werde ich hier auf jeden Fall nicht weiterlassen. So, dann würde ich sagen, dass sie hier mal mitkommt. Und ich werde jetzt eine kleine Emote-Battle-Session starten hier mit euch. Jeder sucht sich mal einen Partner von euch. Also sucht doch mal bitte einen Partner aus und stellt euch hier in diese Boxen rein. Ich werde kurz dafür sichern, dass hier kein Stream-Sniper dieses Emote-Battle kaputt machen kann. Deshalb baue ich hier einfach mal drumrum. Und dann alle anderen, stellt euch mal gegen einen über so auf und macht dann halt schon mal Emotes. Also schnappt euch mal ein paar Emotes aus euren Spind und dann könnt ihr halt sozusagen 1 gegen 1 in Emotes machen. So, das soll das Stream-Sniper sicher sein, glaube ich. Dann fangen wir mal mit euch Zweien hier an. Mal schauen, was ihr hier für Emotes drauf habt. Okay, du hast das Pizza-Emote schon mal gemacht. Macht am besten Emotes, die ihr noch nicht hattet. Okay, das passt, weil die Schale dort rot ist. Beim Fisch habe ich ja gesagt, das war schon an der Grenze mit dem Pizza. Deshalb Fisch, mach du noch mal ein anderes Emote, bitte. Ich gebe dir mal kurz ein bisschen Zeit. Und ich passe halt auf, dass keine anderen Stream-Sniper kommen. Aber wir müssen uns auch gleich beeilen, wegen der Zone auf jeden Fall. Okay, das mit dem Pizza hat nicht so gepasst und das andere Emote hat auch nicht so gepasst. Das war mehr so ein Tanz-Emote. Deshalb würde ich sagen, dass ihr jetzt mal bei den Emote machen sollt. Okay, hier einmal das verliebte Emote. Und was hat die goldene hier? Okay, eine goldene Uhr. Ich würde sagen, es steht 1-1. Aber wir müssen weiter zur Zone gehen, Leute. Ich weiß gar nicht, ob die meisten das überleben werden, weil die Zone ist schon ein bisschen weiter weg. Aber ich werde mich hier kurz mal um den Stream-Sniper kümmern. Alle anderen, geht schon mal bitte weiter in die Zone rein. Okay, hier ist der Fußballskin. Dich habe ich schon davor rausgeworfen. Deshalb werde ich dich hier nochmal rausworten. Aber trotzdem, Dankeschön für die Waffen hier. Das ist ganz nett von dir. Okay, der Stream-Sniper ist hier noch in der Nähe auf jeden Fall. Dort mit den Spider-Man-Dingern. Hoffentlich bekomme ich ihn hier einmal. Aber ne, mein Aim hat leider hier ein bisschen versagt. Sondern hier noch ein Fisch für jemanden, der den braucht. Beim Fluss. Aber die Zone ist ja nicht allzu weit weg. Sollte eigentlich für die meisten klappen hier. Oder warte, schaffe ich das überhaupt selber in die Zone? Ich glaube, ich schaffe es ja selber nicht mal in die Zone. Oh, das wäre so peinlich, wenn ich das hier nicht schaffe. Aber es sieht wirklich danach aus, dass ich es nicht schaffen werde. Oh, shit. Ja. Oh, das war's ja komplett, Mann. Oh Junge, ist das bitter. Ich hab's einfach nicht in die Zone geschafft. Aber mal schauen, wer hier trotzdem mal die Runde gewinnen wird. Okay, der Stream-Sniper wird es auf jeden Fall nicht sein. Wir haben hier einmal die Naruto-Skins. Haben ganz gut gepasst im Duo. Okay. Also die Naruto-Skins haben hier überlebt. Deshalb würde ich sagen, dass die Naruto-Skins hier gewonnen haben. Also ich fand den weiblichen Naruto-Skin richtig gut, diese Sasuke. Aber mal GG an euch. Sorry, dass ich wegen der Zone jetzt hier gestorben bin. Da müsste ich früher drauf achten. Aber dann würde ich sagen, dass wir auch schon gleich die nächste Runde starten werden. Und ob ich das nächste Mal ein bisschen früher streamen kann. Ja, also ich werde wahrscheinlich morgen ein bisschen früher streamen. Weil ich war heute noch beim Sport. Aber morgen gehe ich erst abends zum Sport. Und deshalb werde ich auch morgen etwas früher streamen. Schreibt mal eine Uhrzeit rein, wann ich am besten streamen sollte. Also wann ihr dabei wärt. Hier habe ich nochmal den Code eingeblendet. 0405. Gebt den einfach mal ein beim Spielmodus Teams. Wollte beschützen, war der Fußballskin. Ja, du musst es halt nicht unbedingt beschützen. Ich würde dich sonst natürlich am Leben lassen, wenn du Beschützer sein wolltest, weil, wegen halt den Stream-Snipern. Aber dieses Mal hatte ich halt nicht so viele Stream-Sniper in der Runde. Ich glaube nur einen einzigen. Deshalb brauchte ich jetzt keinen Beschützer. Da konnte ich mich halt selber drum kümmern. Ja, vier Leute haben wir hier schon drin. Einer schreibt 20 Uhr. Also ich habe ja heute schon um 19 Uhr irgendwas angefangen. Also ich wollte eigentlich ein bisschen früher streamen. Aber ich weiß halt nicht, ob so viele Leute schon dabei sein werden, wenn ich um 12 Uhr streamen werde oder so. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass halt niemand reinkommen wird. Obwohl beim Atrix hat es ja heute geklappt. Er hat ein bisschen früher gestreamt, ich glaube um 1 oder 2. Und da sind schon relativ viele Leute dabei gewesen. Mein Bruder und ich waren Naruto-Skins, wir haben gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch hier. GG mal in den Chat rein. Und schreibt mal, welches Thema ihr haben möchtet.
weil gerade haben wir noch Thema egal, aber ich kann das natürlich halt noch ändern für diese Runde. Deshalb schreibt mal kurz rein, welches Thema ihr haben möchtet. Aber natürlich könnt ihr auch egal reinschreiben, das wäre mir auch recht. Mach so 15 Uhr oder so. Ja, das würde ich eigentlich, glaube ich, sogar wirklich hinbekommen. Ich werde dann wahrscheinlich morgen um 2 oder 3 streamen. Dann werde ich wahrscheinlich so für ein paar Stunden streamen. So 3 bis 5 Stunden dauern ja bei mir immer die Streams. Auch heute werde ich so safe bis 11 Uhr oder so streamen, also bis 23 Uhr. Der einer will hier unbedingt Thema Sommer haben und einer Thema Marvel. Okay, da sind noch zu viele Meinungsverschiedenheiten. Deshalb würde ich sagen, dass ich erst nächste Runde sagen werde. Also nicht sagen werde, sondern ich meine, ich werde erst nächste Runde dann das Thema ändern. Weil gerade schreibt wirklich jemand immer, also gerade schreiben halt alle immer was anderes rein. Und bei der nächsten Runde würde ich dann sagen, dass wir ein anderes Thema mal machen werden. Ich würde sagen, ich warte noch eine Minute, also bis bei mir verstrichene Zeit bei 4 Minuten sein wird. Dann werde ich die nächste Runde starten, beziehungsweise halt diese Runde starten. Hast du eigentlich einen Discord? Nein, also jetzt habe ich noch keinen Discord, aber ich hatte vor, einen Discord zu machen, weil manchmal sind so viele Stream-Sniper dabei, da kann ich selbst nicht mal mit 3 Beschützern etwas machen. Und dafür werde ich dann einen Discord erstellen, womit ich da, also dort werde ich dann halt immer den Code reinschreiben. Aber bisher habe ich noch keinen, nein. Ich brauche halt noch Bots und sowas so. Ihr habt ihr noch die letzten 10 Sekunden Zeit, bis ich die Runde starten werde? Das Thema ist egal, das siehst du ja auch unten links dort. So, 4 Minuten sind um, ich starte jetzt das Spiel. Der Landeort ist dann immer noch der gleiche, also genau hier unten links von Conny Crossroads. Also ich selber werde halt in Conny Crossroads landen, damit ich mir ein paar Waffen besorgen kann, damit ich halt die Leute rausworten kann, bei denen mir die Skin-Kombos nicht so gut gefallen haben. Aber an alle anderen, landet mal bitte hier unten links bei dieser Kurve hier von Conny Crossroads und stellt euch dort schon mal in einer Reihe auf. Am besten solltet ihr noch Mats farmen, damit ihr schon mal einen kleinen Gang oder eine Base bauen könnt. Das würde mir halt gut weiterhelfen. Darfst du nächste Runde Beschützer sein? Ja klar, also nächste Runde werde ich auf jeden Fall Beschützer brauchen, weil diese Lobby jetzt ist ja schon mit 20 Mann befüllt. Du kannst mir einfach mal eine Anfrage bei Epic Games schicken, also bei Fortnite, dann werde ich dich adden und in meine Lobby hinzufügen. Ich hatte noch überlegt, dass ich ein Video zu den Leaks zur neuen Season machen werde, denn die neue Season kommt ja auch schon morgen raus, also schon in wenigen Stunden hier. Deshalb würde es mich mal interessieren, ob ihr eigentlich ein Video gucken würdet, was über die Leaks zur neuen Season etwas sagen wird. Schreibt einfach mal in den Chat rein, ob ihr das YouTube-Video von mir dann gucken würdet oder halt nicht. Weil bisher sind Battle Royale-Videos von mir richtig schlecht angekommen. Ich hatte denen nicht mal 100 Aufrufe auf den Videos gehabt. Jemand hat da 2 Leute getötet. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ist dann, glaube ich, auch keine Not mehr gewesen. Mal schauen, wer das hier ist.
Ich werde gleich meinen Namen nochmal reinschreiben in den Chat. Oder auch am Ende der Runde werde ich den einfach kurz mal sagen. Dann könnt ihr mich darüber adden einfach. Hier haben sich auf jeden Fall schon mal die meisten Leute versammelt. Ja, nein, nein, stopp, 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 stopp. Er hat den umgebracht, weil er ihn gespitzhackt hat. Ist natürlich recht zu fertigen. Also bitte nochmal diese Person dort wiederholen, falls diese Mates noch hier sind. Oh Gott, von wem? Ich glaube von dieser Person hier. Ja. Diese Person war es hier. Zum Glück hat die nur eine mitgenommen hier in den Tod. Okay, da werden noch Granaten geschmissen. Ist jetzt nicht so schön. Und von da hinten ist ja noch eine Person. Okay, das wird auf jeden Fall sehr schwierig hier werden. Holt mal bitte die Leute wieder, die hier auf dem Boden rumliegen. Ich und die anderen Leute werden versuchen, sich hier um diesen Stream-Server zu kümmern. Aber, oh Junge, ich treffe gar nichts. Okay, hier ein bisschen Schaden gemacht. Der ist cracked. Ich versuche ihn mal zu holen. Hoffentlich schaffe ich es. Wenn nicht, wäre es das hier mit der Runde. Okay, Alter. Wieder zum Auto nerven hier richtig gerade. Oh, und hier kommt der Stream Sniper. Das wird schwierig, um ehrlich zu sein hier. Aber der schwarze Ritter versucht mich hier ganz gut zu beschützen und das hat auch geschafft. Hier ist der Stream Sniper, den müssen wir auf jeden Fall hier erledigen. Oh ja, ich bin low auf jeden Fall hier. Okay, zum Glück habe ich ihn hier noch bekommen. Oh, ich bin so low. Noch ein Spitzhackengeschlag und ich bin wäre einfach tot hier. Gut. Dann würde ich sagen, begibt euch mal alle zu dieser Kurve wieder hin. Und wenn jemand Healing-Sachen hat, der sollte die auf jeden Fall mal droppen. Und Metz, wenn ihr die habt. Hier hat jemand Fleisch für mich. Schon mal ganz gut. Und wenn ihr Metz habt, dann droppt die das mal bitte alles. Dankeschön. So, ein paar Metz habe ich bekommen. Ja, hier noch mehr. Sehr gut. So. Das sollte erstmal reichen, glaube ich. Dann werde ich schon mal anfangen, hier den Gang zu bauen. Dann hier die Tür rein. Stellt euch mal gleich alle vor die Tür artig auf. So, dann habe ich hier einen kleinen Podest für die Leute, die ich weiterlasse. So, dann werde ich das hier noch ein bisschen absichern. Ja, danke nochmal fürs Fleisch. Sehr lieb von dir. So. Hoppala. So, hier kommen wir mal zum deutschen Fußballskin. Der gefällt mir schon sehr gut mit dem grauen Thema hier. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. So, die Wand brauchen wir hier nicht. Dann kommen wir zum schwarzen Ritter, einem OG-Skin. Oh, das passt richtig gut zusammen. Leider ist es ein bisschen rosa und nicht so ganz rot wie der Rest eines Skins. Aber du kannst schon mal weitergehen. Die Spitzhacke war auch sehr gut. Dann haben wir komplett goldene Midas. Du kannst auch schon mal weitergehen. Dann sind wir hier beim Venom. Oder bist. Nee, das. Oder? Ist das Spider-Man? Ja, doch, das ist Spider-Man auf jeden Fall. Hier schwarz-weißes Thema hast du sehr gut getroffen für einen Skin. Kannst auch schon mal weitergehen. Das ist ein bisschen komisch. Das würde ich nicht weiterlassen, sorry. Hat nicht so gepasst, deine Skin-Combo. Vielleicht wird es ja was bei der nächsten Runde. So, dann haben wir hier einmal einen Ninja-Skin. Du hast auch so ein Schwert in der Hand. Leider ist das Schwert nicht in der gleichen Farbe, aber das Rucksack passt. Deshalb würde ich sagen, dass du weiterkommen kannst. So, dann haben wir hier einmal einen Naruto-Skin. Also nicht Naruto, aber halt ein Skin von der Serie. Der passt ganz gut zusammen halt mit dem Schwert. Du kannst schon mal weitergehen. Dann kommen wir zu einem anderen Anime-Skin von Fortnite. Das Rucksack passt ganz gut. Die Spitzhacken passen auch sehr gut. Die Spitzhacken sind ja auch aus einem Anime. Also kannst du auch schon mal weitergehen. So, mal schauen, wen wir hier haben. Ziemlich beste Freunde haben wir hier. Wir haben einen Season 3-Skin.
Okay, er hat schwarz auf schwarz. Ich glaube, das ist Set vom Battle Pass, aber das ist halt extrem selten, der Skin. Spitzhacke passt nicht so gut, aber halt der Rucksack, deshalb würde ich sagen, du kannst auch schon mal weitergehen. Und der Skin, also ich liebe diesen dunklen Ritter-Skin. Dunkle V-Hut, glaube ich, heißt er. Hat mir ganz gut gefallen. So, dann kommen wir zum Samurai hier. Er hat hier ein rotes Set rausgepackt, auch mit einem roten Schwert. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. Und du kannst natürlich auch schon mal weitergehen, Spider-Man. So, jetzt haben wir einen blau-rosanen Skin. Zeig mal dein Backbling. Würde, sage ich, auch passen. Obwohl deine Spitzhacke passt halt nicht so gut zusammen. Deshalb kille ich dich hier mal. Deine Spitzhacke müsste unbedingt auch die gleiche Farbe haben. So, dann haben wir hier nochmal einen lilanen Skin. Die Spitzhacke habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das ist vom neuen Paket. Aber dein Backbling passt auch sehr gut zusammen. Deshalb würde ich sagen, kannst du auch schon mal weitergehen. So, an alle, die oben sind, dann kommt hier mal vor die Tür hin und macht einen Emote, der zu euren Skin passt. Der Spider-Man fängt hier mal an mit einem Emote. Okay, ob das hättest oder nicht, kann ich jetzt echt nicht beurteilen. Ich glaube, beides ist vom Battle Pass, aber du kannst schon mal weitergehen. Ich werde jetzt kurz auch mal noch einen größeren Raum hier bauen für euch. So, dann der nächste Skin kann reinkommen. Zeig, was du hast, mir das. Okay, du hast eine goldene tickende Uhr. Du kannst schon mal weitergehen, Spider-Man. Midas und Spider-Man, du kannst auch schon mal weitergehen. So, dann kommen wir hier zu ihr einmal. Ah, okay, ist noch ein lilanes Herz. Bist düsterer Skin. Ist halt ein liebevolles Emote. So, passt nicht so doll, aber die Farbe passt halt. Deshalb darfst du hier schon mal weitergehen. Okay, du hast das Lachen. Ah. Du bist halt mehr so böse. Aber Samurais reden ja nicht. Die sind eigentlich komplett immer alles still. Deshalb erledige ich dich hier mal. Mal schauen, was der Season 3-Kollege hier hat. Er hat einmal den Roboter. Ja, ob das so gut passt, weiß ich tatsächlich nicht. Deshalb würde ich sagen, dass du hier auch raus bist, weil du bist ja ein Mensch und kein Roboter. Deshalb töte ich dich hier mal. Und das war ja auch vom Season 3 Battle Pass. Also relativ set angelehnt. Okay. Ich glaube, du willst auf Schwitzer machen. Also wenn du auf Schwitzer machen willst, dann passt es hier und du kannst schon mal weitergehen, Fußballskin. Dann kommen wir hier zum Naruto-Skin mit dem Schwert. Du hast ja auch ein Schwert hier hinten dran und ein Schwert als Spitzhacke. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. Können wir schon mal, was der hier drauf hat. Okay, das ist ein richtig geiles Kampf-Emoji. Emote meine ich. Du kannst schon mal weitergehen. Mal schauen, was sie hier hat. Sie macht auch das Schwert-Emote. Passt ganz gut zu ihren Skin zusammen, deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. Gucken, was der schwarze Ritter hier hat. Okay, der schwarze Ritter macht hier so ein Droh-Emote. Der schwarze Ritter ist ja auch so ein richtig mächtiger, böser Skin, deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. So, dann könnt ihr euch hier nochmal vor der Tür aufstellen. Und diesmal zeigt mir eure Emoticons, also sozusagen Sticker, die ihr so in die Luft werfen kann. Okay, ist halt Spider-Man, aber passt leider nicht zu deinem Skin, weil du bist ein schwarzer Spider-Man. Deshalb eliminiere ich dich hier mal, weil ich muss echt langsam aussortieren. Okay, er macht hier einmal ein schwarz-weißes Emote. Ist noch ganz okay von den Farben her, obwohl da noch ein bisschen rosa und gelb dabei ist, aber du kannst trotzdem schon mal weitergehen. Die Farben sind ein bisschen zu knallig, würde ich sagen. Deshalb würde ich sagen, dass du hier raus bist. Vielleicht ja bei der nächsten Runde. Das ist. Okay, ob das hättest, kann ich nicht wirklich sagen, weil das ist ja vom Battle Pass, also kannst du schon mal weitergehen. Du machst hier einmal graue Handschellen. Ich weiß jetzt nicht, was von welchem Anime du bist oder ob du überhaupt von irgendeinem Anime bist. Aber von den Farben hast du her halt gepasst, also kannst du weitergehen. Mal schauen, was der schwarze Ritter hier macht. Okay, er macht einen maskierten Mann. Die Farben passen nicht, aber der schwarze Ritter ist auch maskiert, deshalb darfst du auch schon mal weitergehen. Mal schauen, was der lila Emote. Okay. Er macht hier einmal den Kevin der Würfel Emoticon. Und hier sind ja noch diese Kevin Hieroglyphen, deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. So, mal schauen, was der Midas hier zu bieten hat. Er hat einmal das goldene gelbe Auge. Ist ganz okay, deshalb darfst du auch hier schon mal weitergehen. Und ich glaube, ich höre hier jemanden, wie er rumgeht. Aber wer das ist, keine Ahnung. Achso, das ist dieser lila Skin, der ist wahrscheinlich einfach runtergefallen oder sowas. Da würde ich sagen, dass wir in die nächste Zone gehen.
In der Zwischenzeit werde ich mal ein paar Mets farmen, damit wir gleich ein Emote-Battle machen können. Wo ihr euch dann halt einen Partner aussuchen könnt. Und schreibt mal rein in den Chat, ob ihr mal so Bock hättet auf Barrow sagt. Das wäre nämlich ganz lustig. Das habe ich bei Monte gesehen, also schon richtig lange her. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz nice ist. Hier droppt er mir nochmal Pumpgun-Munition, der Ehrenmann. Wie ist der Code? Den Code werde ich einfach in der nächsten Runde sagen, damit mir den Code jetzt niemand klauen wird. Weil das passiert auch manchmal, dass mir der Code dann geklaut wird. So, der will hier mir anscheinend Minis droppen. Dankeschön. So, wir sind hier in der Zone angekommen. Ich habe ein paar Meds. Dann würde ich sagen, dass ich hier mal eine Base für Emote Battles raus bauen werde. Mit diesen Wänden hier halt. Sucht euch mal alle bitte hier einen Partner. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Mets. Aber dann können wir auch das Emote Battle starten. Obwohl, nee, das passt eigentlich schon her. Eine größere Base brauche ich hier jetzt nicht bauen. Das passt dann. Oh, sorry. Huch, falsche Wand. Das muss natürlich so sein. So, dann würde ich sagen, dass die ersten schon mal anfangen können. Stellt euch mal gegenüber auf von euch selber, also mit dem anderen, und dann macht mal Emotes. Und die Emotes, die ein bisschen besser passen werden, werde ich weiterlassen. Okay, das ist so wieder ein Kampf-Emote von dir gewesen. Ob das so, obwohl passt schon zum Schwarzen Ritter. Aber der hier hat halt extrem heftige Emotes. Deshalb würde ich sagen, dass der Schwarze Ritter hier mal rausfliegt. Der Naruto-Skin hat halt übelst heftige Emotes einfach gehabt. So, dann kommen wir weiter zum Fußballskin und zum dem Midas. So, der Midas macht hier einmal eine Statue. Das ist ganz geil. Die weiß ich nicht, was sie für ein Emote macht. Passt nicht so rein, würde ich sagen. Okay, dieses Emote hast du schon gemacht mal. Deshalb würde ich sagen, dass du hier rausfliegst. Ich weiß, du bist nur ein Beschützer. Aber ich brauche keine Beschützer für diese Runde. Aber bei der nächsten Runde kannst du bestimmt Beschützer sein. So, dann kommen wir mal zu euch, was ihr hier habt. Einmal haben wir hier einen Grusel-Emote und das Kevin der Würfel-Emote. Ich würde sagen, diese Runde geht an ihn. Aber mach mal beide noch einen Emote, damit ich mir sicherer sein kann, wen ich hier rausvote. Also holt mal noch ein Emote raus. Okay, du machst hier einen UFO-Emote. Ob das so der passt, weiß ich nicht. Mal schauen, was sie hier für ein Emote bringen wird. Sie macht dieses rot-Beschwörer-Emote. Es hat jetzt leider nicht so gepasst. Da fand ich das UFO schon ein bisschen besser, weil sie ist ja ein bisschen abgespaced. So, dann haben wir noch drei Kandidaten hier. Deshalb würde ich sagen, dass wir das hier mit einem Spray entscheiden werden. Also stellt euch mal alle hier vor eine Wand auf und dann macht mal ein Spray-Motiv ran an eine Wand. Und dann hätten wir auch den Gewinner für diese Runde. Wir haben einmal die goldene Hand hier von Midas, dann haben wir von diesem Kevin der Würfel, haben wir hier einmal diese grünen Augen mit der lilanen Haut und von ihm haben wir hier ein Emote, ich meine Spray mit einem Schwert. Okay, die sind alle ganz okay gewesen, würde ich sagen. Obwohl das ist halt ein bisschen, hoppala, ein bisschen grünlich. Deshalb würde ich sagen, dass ihr beide nochmal ein Spray-Motiv an die Wand macht und das Bessere wird dann gewinnen. Dann haben wir schon mal den Gewinner für diese Runde entschieden. Also, ich meine, raus. So, mal schauen, was die hier haben. Ich gucke ein bisschen runter, damit ich mich ein bisschen noch überraschen werde von euch beiden. Kakashi war set, okay, das heißt, ja. Okay, du hast dieses Spray-Motiv gerade eben. Obwohl, nee, nee, das hast du nicht gemacht, alles gut. Okay, hier haben wir einmal ein Portal und dann den Hai. Also ich weiß, die Agency war halt in der Nähe von einem See, deshalb passt das schon ein bisschen gut zusammen. Aber hier haben wir halt ein Portal. Passen beide ganz gut zusammen, die Spray-Motive. Deshalb würde ich sagen, dass der Chat entscheiden soll. Also wenn der Midas hier die Runde gewinnen soll, dann schreibt mal eine 1 in den Chat rein. Aber wenn dieser lilane Kevin-Skin gewinnen soll, dann schreibt mal eine 2 in den Chat rein. Mal schauen, wie der Chat hier entscheiden wird. Also ich persönlich bin eher für den lilanen Skin. Und ich sehe hier auch vermehrt Zweien im Chat. Aber ich warte noch ein bisschen kurz. Vielleicht ändert sich danach das noch.
Okay, nee, ich sehe wirklich sehr viele Zweien hier. Das heißt, der lilane Skin gewinnt. Das heißt, Midas hat sich echt lange durchgeschlagen. Wir waren ja insgesamt 20 Leute oder so. Oh, die sind beide sogar in dem Team gewesen. So, dann würde ich sagen, dass du die Ehre hast, mich hier zu töten, damit ich weiß, wer du bist hier. Ah, ist er dann anonym gewesen? Das ist natürlich nicht so nice. Mal schauen, wie viele Wins du hast. Okay, 14 Wins. Ich habe ein bisschen mehr. Kleiner Flex hier am Rande. Mach mal bitte euren Anonym-Modus raus. Ich kann euch ja mal gleich zeigen, wo der ist. Kannst du meine AFA annehmen? Ja, kann ich gleich machen. Hier wahrscheinlich. Also hier habt ihr nochmal meinen Epic Games-Namen. Ob du Beschützer sein kannst? Ja, klar, kannst du sein. Ich werde gleich die Leute hier adden. Ich mache mal kurz meine Gruppe auf privat. Nee, auf öffentlich meine ich, aber die ist jetzt schon auf öffentlich. Also addet mich mal und dann könnt ihr in meine Gruppe reinkommen. Mal schauen wir halt, wer am schnellsten hier reinkommt. Den werde ich dann auch als Beschützer hier nehmen. Würde ich sagen, die Lobby ist hier voll. Buch, ich habe noch den Sprachchat an, ist hier Hallo? nichts Neues. Noah? Ja? Den Sprachchat mache ich mal lieber aus, weil es ein bisschen laut wäre. So, der Schwarze Ritter ist hier als letztes reingekommen, deshalb würde ich sagen, dass der Schwarze Ritter hier einmal rausfliegen wird. Und dann alle anderen, die hier im Chat dabei sind, schreibt mal das Thema rein, was ihr haben möchtet. Dann alle, die hier in meiner Lobby sind, mach mal bitte bereit. Ich habe ein bisschen Angst, dass dieser God-Mode is back ein Skin-Changer benutzt, aber das sollte anscheinend nicht so sein, weil er noch dieses OG-Banner hat. Deshalb glaube ich ihm mal, dass er wirklich hier YouTuber hat und die Runde ganz normal starten wird. Okay, dann habe ich hier nochmal den Code eingeblendet. Zwar der Code lautet 0405, gerade ist das Thema noch egal gewesen. Aber jetzt schaue ich mal, wofür die meisten Leute stimmen werden. Okay, Marvel und Ninja sehe ich hier ein paar Mal. Deshalb würde ich sagen, dass das nächste Thema Marvel sein wird. Die meisten Leute sollten eigentlich Marvel-Skins haben, weil Marvel-Skins gibt es gefühlt wie Sand am Strand. Oder Sand am Meer, keine Ahnung, wie man das sagt. Aber das nächste Thema ist auf jeden Fall hier Marvel. Also holt mal ein paar Marvel-Sachen aus eurem Inventar raus. Die Emotes müssten. Also, es wäre ganz gut, wenn ihr Marvel-Emotes hättet. Aber zum Beispiel Emoticons und Spray ist auch ganz okay, wenn die einfach nur von der Farbe her passen würden. Aber wenn die halt von Marvel sind, umso besser natürlich. Da würde ich sagen, dass ich euch noch ungefähr so 3 Minuten Zeit geben werde. Also bis bei mir verstrichene Zeit bei 4 Minuten ist, dann werde ich die nächste Runde starten. Oder ich muss unbedingt noch das hier entfernen mit diesem Start, wenn 5 Leute bereit sind. So, hätte ich hier entfernt, alles chillig. Und an alle, die hier neu im Stream dabei seid, sind, meine ich, wäre es richtig ehrenvoll, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet, denn wir sind schon relativ knapp vor den 1000 Abonnenten. Und wenn ihr mich nochmal unterstützen möchtet, könnt ihr das über den Donation-Link machen. Aber eine Unterstützung wäre es natürlich auch, wenn ihr einfach nur den Stream hier liken würdet. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Wie ist mein Epic, schöner Mann? Der ist Baro RDW YouTube, also das sieht man hier ja auch. Also ich heiße genau so auf Epic Games, wie es hier auch in der Lobby steht. Wie oft spiele ich in der Woche? Ich spiele eigentlich Fortnite jeden Tag und versuche auch möglichst jeden Tag hier zu streamen, denn das macht halt extrem Spaß. Er kann nicht deine AFA annehmen. Ja, klar, kann ich machen. Ich habe die gar nicht bemerkt, dass ich so viel auf einmal hier drin hatte. So, hier habe ich mal alle angenommen.
Wie sehr mag ich Marvel? Bewertet von 1 bis 10. 1 das Beste, 10 anscheinend das Schlechteste. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, ich gucke mehr so DC-Sachen. Also ich habe natürlich halt jeden Batman-Film geguckt und auch die Serie Gotham. Die kann ich euch allen sehr gut, sehr weiterempfehlen. Also Gotham war wirklich eine richtig geile Serie. Ich glaube, die hat 5 Staffeln oder sogar 6. Und die Folgen sind auch richtig interessant alle gewesen. Es gab, glaube ich, keine einzige Folge, wo mir langweilig war. Ich bin mehr so der DC-Fan. Von Marvel habe ich nur Iron Man und Endgame gesehen, also sozusagen die 0815-Filme von Marvel. Aber die fand ich wirklich extrem gut. Und die fand ich auch richtig spannend. Ich glaube, ich hatte Endgame auch gleich im Kino gesehen, als es rausgekommen war mit meinen Freunden. War auf jeden Fall ganz lustig. Aber die Marvel-Filme sind halt alle auch sehr gut, deshalb würde ich sogar eine 1 bis 2 geben. Ja. Aber irgendwas. Keine Ahnung warum, aber ich gucke halt eben nicht so viele Marvel-Filme. Ich bin mehr so der Star Wars-Fanboy, wenn man das so sagen kann. Und die verstrichene Zeit ist jetzt auch bei 4 Minuten. Deshalb schreibt mal in den Chat rein, ob ihr alle ready seid und ob ihr alle Sachen halt rausgeholt habt aus euren Spind, um in die nächste Runde zu starten. Schreibt mal eine 1 rein, wenn ihr alle bereit seid. Die meisten Leute scheinen hier bereit zu sein, deshalb starte ich mal hier die Runde. Viel Glück natürlich an alle. Ich würde sagen, wir landen immer noch bei Conny Crossroads, weil wir sind 33 Leute. Ich mache meistens so, dass wir bei 60 Leuten oder so an verschiedenen Orten landen. Aber bei irgendwas mit 30 Leuten sollte es noch relativ übersichtlich sein hier. Deshalb für die, die neu sind, wir landen hier immer bei Conny Crossroads. Also die Leute, die beim Skin Contest mitmachen und nicht Beschützer sind, die landen genau hier bei dieser Kurve unten links von Conny Crossroads, während mein Team und ich in Conny Crossroads landen, damit wir uns ein paar Waffen besorgen können. Boah, OG-Kultur sieht einfach so geil aus, den würde ich so gerne haben. Hey, feier dich, Ultra, bist sehr chillig. Dankeschön mal. Moderator brauche ich eigentlich nicht, weil ich jetzt nicht viele Leute habe, die im Chat beleidigen. Und ich habe hier selber nochmal meinen Stream offen und falls jemand beleidigen sollte, dann werde ich ihn selber bannen. Also so viele Zuschauer habe ich ja jetzt auch nicht. Also gerade brauche ich keinen Moderator, aber du kannst dich später schon mal melden, wenn ich einen Moderator brauchen werde. Dann natürlich sehr gerne. Ob ich schon den neuen Batman-Teil gesehen habe, ich glaube nicht. Also ist ein neuer rausgekommen oder so? Ich glaube nicht, dass ich den neuesten geguckt habe. Ein bisschen Angst, dass es ein Stream-Sniper ist. Den Beschützer von mir ist tot, ist jetzt nicht so nice. Aber ich versuche den mal gleich wieder zu holen. Hier wählen meinen Marvel-Skin ganz gut. Hier oben ist mein Teammate drauf. Der wurde auch gerade gefinisht. Das heißt, ich werde hier den kalt machen auf jeden Fall. Deshalb kriegst du davon, wenn du mein Teammate tötest. Aber der andere Teammate ist hier auch gestorben, leider. Ah, ne, die Waffen sammle ich lieber mal auf. Okay, mein Teammate revive den hier anscheinend ganz gut. So, dann suche ich mir noch ein bisschen Blue Life. Er hatte mich angegriffen. Also meinst du, dass mein Teammate dich angegriffen hatte? Das tut mir dann auf jeden Fall leid, wenn es halt ohne Grund war. Aber das wusste ich halt gerade nicht. Also schreib mal rein, welcher Teammate dich gerade getötet hatte. Ich glaube, das war dann der Sneaky Boy. Den kann ich dann gleich aus meiner Lobby kicken. Aber wir haben hier noch Besuch von anderen Stream-Snipern. Da muss ich auf jeden Fall mithelfen.
Ja, das ist ein Nicky Boy. Ich werde mir das mal gleich in einer Wiederholung reingeben. Also. Wir können mal unsere Teammate reviven beide. Es geht dann viel, viel schneller. Nur 5 Sekunden würde das dauern. So, willkommen zurück, Teammate. Jetzt haben wir einen Lambo-Fahrer. Okay, der macht aber anscheinend nichts. Deshalb würde ich sagen, dass ich mich schon mal zum Treffpunkt hinbegebe. Der ist ja hier, für alle, die es nicht mitbekommen haben, bei dieser Kurve links unten von Conny Crossroads. Ja, was ist das Thema? Bin gerade neu reingekommen. Das entscheiden wir eigentlich dann immer in der Lobby. Ich frage dann immer den Chat, also euch frage ich dann immer, was für ein Thema ihr haben möchtet. Dann wird halt immer so entschieden. So, ich habe gerade echt wenig Mats, deshalb bitte ich euch mal, alle eure Mats zu droppen, damit ich einen Gang bauen kann. Also falls ihr halt Mats abgebaut habt, ein bisschen Zeit hattet ihr, ja. Also kommt mal bitte alle zu mir hier und droppt mal eure Mats. Ich bin ja wahrscheinlich der einzige Skin, der nicht von Marvel ist. Aber anscheinend bekomme ich hier gerade keine Mats leider. Ich brauche am besten Stein oder Metall oder beides halt am besten. So, hier habe ich ein bisschen was bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Na, hör mal. Metall hier. Sehr gut. Okay, vom Stein her sollte ich eigentlich genug haben. Das sollte reichen erstmal. Jetzt habe ich noch ein bisschen Metall bekommen. Deshalb baue ich hier schon mal einen Gang. Bitte mach die Tür nicht kaputt, Junge. Das macht mich richtig immer abfuckend. So, bitte nicht durch die Tür kommen. Erstmal noch nicht. Ich werde hier ein kleines Podest für die Gewinner bauen. Also nicht für die Gewinner, sondern halt für die Leute, die ich hier weiterlassen werde. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann werde ich hier nochmal eine kleine Sicherung bauen. Dann fangen wir mit dem ersten hier an. Wir haben einmal den schwarz-weißen Spider-Man. Die Skin-Kombo passt ganz gut. Du warst ja auch schon bei Thema Egal gerade dabei. So, dann haben wir hier einmal den Deadpool mit einem Iron Man Rucksack und Groot Spitzhacken. Hast alles getroffen von Marvel. Passt zwar farblich nicht her. Wird ein bisschen schwierig für dich später sein. Aber du kannst schon mal weiter und Spider-Man auch. Sondern dann sind wir hier einmal beim goldenen Spider-Man. Okay. Die Skin-Kombo. Ah, also würdest du goldene Spitzhacke und sowas haben, wäre es halt extrem geil, aber. So, leider nicht, mein Junge. So, dann haben wir hier einmal Black Widow in der weißen Variante. Obwohl, nee, hier haben wir erstmal natürlich den Teddybär, den habe ich komplett übersehen. Die Skin-Kombo passt ja gut. Kann schon mal weitergehen. Auch das Deadpool-Backbling. So, Emotes bewerten wir noch nicht. Aber die Skin-Kombo passt richtig geil zusammen. Ich glaube sogar deine Spitzhacke ist von Marvel. Rucksack leider nicht, aber passt trotzdem ganz gut zusammen. So, dann haben wir hier einmal Tony Stark. Mal schauen. Ja, sie passt richtig. Ja. Ist, glaube ich, alles set. Deshalb würde ich dich hier mal nicht weit. Oh, na, hör mal, Freundchen. Nicht frech werden, ja? So. Du hast echt eine geile Kombo gehabt, ist aber alles leider set gewesen. Dann haben wir Superman. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier weiterlassen werde. Also, Skin-Kombo. Opala. Schlechter Spieler. So. Du bist. Warte, Superman. Ja, das ist ja DC und deine Skin-Kombo gefällt mir auch nicht so doll. Deshalb lasse ich dich hier nicht weiter. Du, Tony Stark, wofür machst du das eigentlich? Du siehst ja, ich gewinne gegen jeden Stream-Sniper. Niemand kann was gegen mich machen hier. Dann haben wir Deadpool. Dreh dich mal bitte um, damit ich deinen Rucksack sehen kann. Deadpool. Weil ich gönne mir gerade ein Medkit. Okay, du hast das Iron Man Rucksack. Die Spitzhacke ist ein Schwert. Mal schauen, welche Farbe es hat. Aber es hat Farbe Rot. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. Und Spider-Man, geh mal am besten weg, sonst werde ich dich hier aus Versehen mal spitzhacken. Und dann im schlimmsten Fall wirst du dann sterben davon. So, dann haben wir Thanos. Hast einen richtig geilen Skin und Spitzhacke und auch Rucksack. Ob das hält, das weiß ich nicht. Aber du kannst schon mal weitergehen, Thanos. Gefällt mir sehr gut, deine Combo. Kannst schon mal weitergehen, Thanos. So, dann haben wir Captain America. Mit. Wie heißt dieser hier? Also, ich weiß, der ist ja im Weltraum immer geflogen. Aber keine Ahnung, wie der heißt. Schreib mal das in den Chat rein. Und Thor's Hammer. Gefällt mir ganz gut. Kannst schon mal weitergehen. Sondern kommen wir zum nächsten Mal. Nächsten hier. Spider-Man. Okay,
Ja, der Rucksack sieht eigentlich ganz gut aus. Spitzhacke auch. Spider-Man. Würde ich mal weiterlassen, weil ich nicht weiß, ob das Set ist oder nicht. Wenn das Set ist, dann würde ich dich nicht weiterlassen. Ein Deadpool hat sich eingeschlichen. Ja, ich werde gleich kurz gucken, wer dieser Deadpool dort ist. Dann haben wir hier einmal einen richtig geilen Spider-Man. Oh, die Kombo fühle ich richtig hart. Hoffentlich wirst du die Runde gewinnen. Mal schauen, was seine Emotes und sowas machen werden. Dann sind wir hier einmal bei Carnage. Passt auch richtig gut mit dem Rot zusammen. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen hier, Carnage. Dann haben wir noch einen weiteren Carnage. Ah, das ist komplett Set, leider. Da lasse ich dich nicht durch. Und warte, ist das nicht sogar DC? Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist Venom nicht DC? Ihr könnt mich natürlich gerne im Chat korrigieren. Ich habe ja gesagt, ich gucke ja nicht so viele Marvel-Filme. Aber ich habe Venom geguckt, auf jeden Fall. Dann haben wir einmal Black Panther. Passt ganz gut zusammen hier. Aber das Lila passt leider nicht so gut zusammen. Aber du bist der einzige Black Panther. Deshalb lasse ich dich hier mal durch. Dann haben wir hier einmal She-Hulk. Passt aber sehr gut mit dem Blau-Grauen hier zusammen. Ist ein bisschen chrommäßig angelehnt. Kann schon mal weitergehen. Dann haben wir hier einmal einen chromfarbigen Thor. Hat auch seine eigene Spitzhacke. Gefällt mir ganz gut. Und das Rucksack auch. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. Okay. An alle Leute, die jetzt dort oben sind, stellt euch mal wieder vor diese Tür auf, denn dieses Mal werde ich jetzt die Emotes bewerten. Hoffentlich wird das schnell funktionieren, denn die Zone wird gleich auch ein bisschen drücken. Nee, Venom ist Sony, alles gleiche, Mann. Okay, Venom ist Marvel. Wenn du das sagst, dann ist es anscheinend so. So, dann haut mal eure Emotes raus, was ihr so alles habt. Stellt euch mal bitte hinter der Tür auf und nicht vor der Tür hier. So. Okay, das passt natürlich ganz gut zum Spider-Man zusammen. Du kannst schon mal weitergehen. Und Thor zeigt mal auch ein Emote von dir. Aber der Spider-Man, der schwarz-weiße, kann schon mal weitergehen. Mal schauen, was Thor hier hat. Okay, also ich werde ja Emotes bewerten. Also Tänze meinte ich und keine Emoticons. Das kannst du dir viel später aufsparen. Okay, du hast hier dann einen Hammer. Ich glaube, das ist integriert, aber das passt halt extrem gut zu deinem Skin zusammen. Deshalb könnt ihr beide hier schon mal weitergehen. Du Spider-Man, geh auch schon mal bitte weiter weg, damit du mich hier nicht störst. So, was hat der schwarz-rote Spider-Man zu bieten? Der hat dieses hier. Passt sehr gut mit seinem Backpin zusammen. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. So, dann Captain America. Oh, du hast ein geiles Kampf-Emote. Du kannst schon mal weitergehen, Captain America. Ja, die Farbe war. Oh, shit. Ich versuche hier ein bisschen zu beschützen. Okay, ich wurde selber. Okay, ich bin selber genockt, leider. Und viele andere Leute auch. Aber hoffentlich werden mich meine Teammates hier schnell wiederholen können. So, ich kann ja ein paar Meds droppen an mein Teammate. Okay, anscheinend brauchst du es nicht. Tor ist set, okay. Aber das hat halt sehr gut zum Tor gepasst, deshalb lasse ich ihn mal hier weiter am Leben. Okay, die Zone kommt auch schon. Deshalb würde ich sagen, dass wir alle in die Zone weitergehen. Und wir treffen uns bei diesem Dreieck hier bei der Straße. Also diese Straße macht ja so ein Loch hier in der Mitte. Wir treffen uns genau dann an dieser Stelle. Wenn ihr könnt, dann baut schon mal was vor aus Stein oder aus Metall. Wäre ganz nice. Ich heal mich mal kurz. Okay, ein Jump Pad. Jetzt habe ich zwei Jump Pads, aber dieses Dreieck ist ja nicht so weit entfernt. Deshalb können wir da alle mal zu Fuß hingehen. Können wir gleich Essen-Thema machen? Das werden wir gleich alle zusammen demokratisch entscheiden im Chat. Da werde ich mal gucken, was am meisten Stimmen hatte. Okay, so. Ich baue mal einfach so eine Plattform hin. Stellt euch mal alle auf die Plattform hin, damit das ein bisschen schneller geht. Und macht einfach jeder mal von euch ein Emote. Also macht das Emote einfach die ganze Zeit. Bleibt beim gleichen Emote. Und dann werde ich gucken, welches Emote mir ganz gut gefällt und welches halt eben nicht. Hier einmal die Lache kommt sehr böse, sehr lecker, aber auch sehr gefährlich. Dann haben wir hier einmal Black Widow mit dem Emote. Das passt auch ganz gut von der Farbe her. Okay, bleibt an der gleichen Stelle immer stehen. Ich werde dann zu euch immer kommen. Okay, das ist Wakanda Forever. Mal schauen, was alle haben. Hier einmal ein Kampf-Emote. Passt ganz gut zu Captain America.
Du Spider-Man, mach mal bitte den Emote. Das wird langsam Zeit, dass du auch eins machst. Okay, du machst das ganz normale Spider-Man-Emote. Ah, ist halt sad, aber würde ich trotzdem durchgehen lassen. Thanos, mach du mal ein Emote, weil von Thanos und von Black Panther habe ich beide noch keine Emotes gesehen. Deshalb macht unbedingt mal welche. Okay, du machst das Schnipsen. Passt du dir auf jeden Fall, Thanos. Und dann haben wir hier noch als letzten Kandidaten den Black Panther. Also mach mal bitte ein Emote, Black, hier, du. Genau, du mach mal bitte den Emote hier. Mann, bleib mal stehen. Ob du Streamverzögerung hast oder nicht, habe ich keine Ahnung, aber du hast hier keinen Emote gemacht, deshalb bist du hier einmal raus. Okay, ich gehe mal kurz zum Lagerfeuer, damit ich mich selber voll healen kann, weil ich bin hier wirklich schon am Limit von meinen HP. So, kommen mal alle mit zum Lagerfeuer, damit wir uns alle healen können. Und wenn ihr Pumpgun-Munition habt, gebt mir das mal bitte, bitte. Bitte, bitte, hä? Also wenn ihr Pumpgun... Oh, shit, eine Granate ist hier. So, danke. So, aber nochmal zurück hier. Hier habe ich ein bisschen Pilze bekommen. Das ist ganz nice. Ein bisschen Minis. So, von der HP her passt es. Wenn ihr noch ein paar Meds habt, dann droppt mal bitte eure Meds, damit ich eine nächste Base bauen kann. Okay, hier hat jemand was gedroppt. Okay, ein Holz. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Okay, anscheinend hat hier niemand Meds, außer dieser Thanos, den ganz bisschen. Ja, dann gehen wir mal in die nächste Zone weiter. Auf dem Weg könnt ihr mal bitte ein paar Meds farmen. Ich werde auch gleich den Punkt aussuchen. Wir werden uns hier oben treffen, auf diesem Berg hier oben drauf. Na, ist kein Berg, aber eine kleine Erhöhung hier. Also kommt mal bitte hier gleich auf diese Erhöhung und baut mal auf dem Weg ein paar Meds ab, damit ich ein paar Wände bauen kann. Sucht euch schon auf dem Weg ein paar Spray-Motive raus, die zu euren Skin passen. Denn jetzt werde ich halt, wie gesagt, Spray-Motive bewerten. Hier werde ich mal einfach ein paar Wände bauen. Stellt euch dann genau vor die Wand auf, dann werde ich von links nach rechts einfach mal bewerten. Okay, also jeder sucht sich mal hier eine Wand aus oder auch zusammen und macht da mal ein paar Spray-Motive dran. Okay, die meisten machen hier das Avengers Spray. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen aussortieren. Okay, warte, 11 Leute sind wir in der Lobby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, das passt. So, dann zeig mal, was du hast, Black Widow. Okay, Captain. Okay, das passt halt, weil du auch ein A auf der Stirn hast. Hier Carnage. Ah, du bist ja mehr so ein Bösewicht. Deshalb fliegst du hier mal aus der Runde raus. Thor, du bist zwar in den Avengers dabei, aber farblich her passt es nicht so gut zusammen. So, okay, dann ihr macht natürlich halt nicht mit. Ihr seid Beschützer. Sehr gute Beschützer sogar. Dann haben wir hier. Okay, das ist Superman. Das ist halt DC gewesen. Passt nicht so zu Thanos. Obwohl der Skin war halt richtig geil. Okay, dann haben wir hier einmal. Das wird sehr interessant zwischen euch. Jetzt würde ich euch nochmal beide durchlassen. Aber die Black Widow müsste hier nochmal ein Spray an die Wand machen. Ich gebe dir so 20 Sekunden Zeit, sonst werde ich dich hier töten, leider. Okay, es passt. Ist halt von Spider-Man. Okay, dich würde ich mal durchlassen. Sondern würde ich sagen, dass wir ein Emote-Battle veranstalten werden. Also sucht euch mal einen Partner aus und stellt euch in eine Box rein. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann. Ihr zwei macht mal hier ein Emote-Battle. Ihr dürft natürlich auch Emotes benutzen, die ihr davor schon gemacht habt, weil sonst wäre das ein bisschen unfair hier. Okay, Deadpool macht einmal einen Kampf-Emote. Was macht die Kuschelbeauftragte? Sie macht dieses komische Beschwörer-Emote hier. Ich würde sagen 1 zu 1. Okay, dann nochmal hier ein Marvel-Emote.
Dann würde ich sagen, Deadpool macht auch nochmal einen Mode. Okay, du machst einen Comfy-Mode. Und wärmt sich ein bisschen auf. Machst mir noch ein bisschen Schattenboxen. Aber ich muss sagen, diese Kuschelbeauftragte hatte ein bisschen besseren Skin und sowas halt ausgewählt. Du hast leider halt Iron Man's Rucksack gehabt. Hat nicht so geil gepasst, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann einmal zwei Kampf-Emotes. Passt zu euch beiden. Okay, wieder noch ein Kampf-Emote. Mach mal so lange Emotes, bis ich wirklich sicher bin, wen ich hier rauskicken kann. Ja, es gibt wirklich sehr viele Kampf-Emotes in Fortnite anscheinend, wie ich gerade bemerke hier. Zwischen euch kann ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Deshalb würde ich sagen, dass wir das bei euch mit Spray-Motiven regeln. Obwohl, nee. Mach das mal bitte mit Emoticons. Okay, da hat anscheinend jemand. Oh, sorry. Ah, die Black Widow ist tot. Hä, warum? Also, warum habt ihr die getötet gerade eben? Ich hab die ja nicht. Nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass sie eliminiert werden soll. Ist ein bisschen schade. Aber dann haben wir hier noch zwei Finalisten anscheinend. Und zwar einmal Captain America und dann noch diese Kuschelbeauftragte. Ich würde sagen, dass ihr auch nochmal beide einen Emote-Battle hier machen werdet. So, also stellt euch mal hier gegenüber auf. Dann mal schauen, wer von euch beiden hier gewinnen wird. Ich wollte ihm Waffen geben, er killt mich, sein Mate. Okay, das ist ein bisschen schade gewesen, natürlich. So. Ihr beide holt hier eure Kampf-Emotes raus, beide. Die passen ganz gut zusammen. Okay, es gibt wirklich sehr viele Kampf-Emotes, deshalb würde ich sagen, dass ihr mal Emoticons macht, also sozusagen Sticker, die ihr in die Luft werfen könnt. So wie diese 1 hier. Macht die mal und dann werde ich auch entscheiden, welche diese Runde gewinnen wird. Okay, hier haben wir einmal. Okay, das passt sehr gut farblich zusammen. Das ist halt Iron Man, du bist nicht Iron Man. Deshalb würde ich sagen, einmal 1-0 für die Kuschelbeauftragte. Aber machen wir noch andere Emoticons. Also nicht nur diese Waffe, sondern machen wir nochmal unbedingt andere Emoticons. Damit ich das hier schneller entscheiden kann. Okay, der Battle Pass passt halt richtig gut zu deiner Farbe zusammen. Mal schauen, was die Kuschelbeauftragte hier machen kann. Okay, sie macht ein rosa lilanes Herz. Ah, passt nicht so geil zusammen. Okay, da macht nochmal Captain America noch ein paar ganz gute. Okay, dann würde ich sagen, dass hier. Oh, voilà, dass Captain America diese Runde hier gewonnen hat. Nimm mal hier die Waffen. Du hast die Ehre hier. Du hast die Runde auf jeden Fall hier verdient gewonnen. Ich habe leider hier keine Emoticons, die ich in die Luft werfen kann, da ich den Account erst vor kurzem erstellt habe für den Creator Code. Entenkopf 456. Ich glaube, du hast schon einmal gewonnen. Dickes GG hier an dich. Auch nochmal bitte dickes GG in den Chat rein. Für ihn. Ich wurde auch von Sneaky Boy gekillt. Das habe ich auch schon ein paar Mal im Chat. Opala. Oh shit, ich wollte eigentlich gar nicht hier rausgehen. Ich gehe mal wieder zum Ghoul Trooper rein. Die hat ganz gut eigentlich mitgemacht. Ja, genau. Ich gehe nochmal zum Ghoul-Trooper hier rein, Leute. Oder ich mache kurz eine neue Lobby auf mit dem Ghoul-Trooper. Und dann werde ich auch andere Beschützer hier mal aussuchen. Aber wo ist denn diese Ghoul-Trooperin hier? Hier genau ist sie. Hier, so. Kann man bitte in meine Lobby rein hier, Ghoul-Trooperin? Hier, sehr gut. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann mache ich mal kurz meine Gruppe auf öffentlich. Mal schauen, wer es aber schneller schafft, hier reinzukommen. Der wird auch der nächste Beschützer sein. Ja, mal haben wir hier den Spider-Man und die Elite-Agentin. Okay, die Banane hat es leider nicht geschafft hier. Deshalb würde ich mal sagen, Tschüssikowski-Banane. Mal schauen, nee, Freundschaftsanfang habe ich nicht mehr. Dann Deadpool, du bist auch noch ein bisschen zu spät reingekommen. Deshalb würde ich sagen, haust rein. So, gucke ich mal, ob der Code wieder funktioniert oder nicht. Oder ob er halt geklaut wurde. Deshalb, alle, die in meiner Lobby sind, mach mal bitte bereit hier.
Und an alle anderen, schreib mal das Thema für die nächste Runde rein. Diese Runde hatten wir gerade eben Marvel. Aber ich hatte Bock auf eine andere Runde. Hier ist nochmal der Sneaky Boy. Geh mal bitte raus hier, damit wir die Runde starten können. Alle, die in meiner Lobby hier sind, mach mal bitte bereit, alle. Die anderen möchte Fantasie haben. Passt jetzt aber, glaube ich, nicht ganz so gut rein, weil ich kann das wirklich schwer beurteilen, was Fantasie ist und was halt nicht. Und Elite-Agentin und Astronauten-Ben, mach mal bitte bereit, damit ich gucken kann, ob der Code immer noch funktioniert. Okay, Thema Grün habe ich gelesen. Den Code werde ich gleich hier reinschreiben. Und dann die Gute nochmal, mach mal bitte bereit, also Godmode ist back, mach mal bitte bereit, damit die Runde gestartet werden kann. Okay, sehr gut. So, Thema Pink, Essen, bunt. Ich hatte wirklich noch nie bunt gemacht, deshalb würde ich sagen, dass wir hier Thema bunt machen werden. Hat das kurz hier geändert auf Thema bunt. Na, ach Junge, jemand hat mir den Code geklaut. Okay, ich muss gleich nochmal hier rausgehen und den Code ändern. Schade. So, hä? Wir sind in einer ganz normalen Lobby drin. Hä? Ich check ja gar nichts. Alle, die in meinem Team waren, geht mal bitte raus aus der Lobby. Nicht raus aus der Lobby, halt nur raus aus der Runde. Wir waren gerade außerdem in einer normalen Runde drin. Ich mache mal nochmal den gleichen Code, also 0405. Den könnt ihr gleich alle eingeben. Ja, ich wusste nicht, wenn man in eine neue Lobby reinkommt, dass man auch gleich einen neuen Code reingeben muss. Das wusste ich nicht. Machen wir bitte alle bereit hier, Leute. Okay, der Code funktioniert. Also der Code ist 0405. Gib den einfach beim Spielmodus Teams ein. Und das Thema für diese Runde wird bunt sein. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig sein zu bewerten, aber ich versuche es mal. Ich würde sagen, hier bei diesem Thema, dass ihr so viele Farben wie möglich in euren Skins haben sollt, aber die Skin-Kombos sollten trotzdem noch stimmig sein und zueinander passen. Also sollte halt nicht zu, sage ich mal, verwirrend sein für mich. Aber versucht mal, so viele Farben wie möglich hier in euren Skin-Kombinationen zu kombinieren. Und dann würde ich sagen, also dieses Thema ist ein bisschen schwieriger, deshalb gebe ich euch nochmal 3 Minuten Zeit oder sogar noch ein bisschen mehr. Dann werde ich die Runde einfach starten bei 4 verstrichenen oder 5 verstrichenen Minuten. Und so lange gehe ich mir mal kurz trinken holen. Also ich komme gleich wieder.
Ich glaube, ihr hattet jetzt alle genug Zeit. Deshalb schreibt mal eine 1 in den Chat rein, wenn ich die Runde hier schon starten soll. Oder eine 2, wenn ihr noch ein bisschen Zeit braucht. Also ich warte noch maximal eine Minute. Aber wie ich hier im Chat sehe, sind die meisten Leute bereit. Deshalb starte ich auch hier mal die Runde. Und ich glaube, wir werden immer noch an den gleichen Ort landen. Also dort unten links von Conny Crossroads an dieser... An dieser Kurve dort werde ich euch auch, glaube ich, nochmal gleich auf der Map zeigen. Also genau bei dieser Kurve. Landet mal hier bitte alle gleich bei dieser Kurve. Nur mein Team und ich werden oder... werden hoffentlich in Conny Crossroads landen, damit wir uns mal ein paar Waffen holen können schon mal. Aber an alle anderen, bitte landet hier bei dieser Kurve unten links von Conny Crossroads, damit wir dort auch den Skin Contest starten können. So, springen wir dann hier schon mal raus. Hoffentlich ist das hier kein Stream-Sniper. Aber anscheinend ist es keiner. Und wenn ihr schon mal dort an dieser Kurve seid, dann wäre es richtig geil, wenn ihr Stein oder Metall farmt. Denn dann könnt ihr schon mal eine kleine Base bauen oder mir auch einfach die Metz gleich geben. Dann kann ich schon mal diesen Gang dort bauen. Okay, einer hat ziemlich viele Leute durch Fallschaden eliminiert. Geben. Dankeschön. So, ich gehe da gleich hin und guck, was da abgeht. Komm mal rein hier in mein Lambo. Das schaut schon mal ganz gut aus vom Gang her und holy shit, Digga. Ah, schade. Ey Junge, spitzhack mich doch. Och nicht. Ja, okay, egal. Meine Teammates werden mich gleich wiederholen, hoffentlich. Dann sollte das auch kein großes Problem sein hier. An alle anderen, die hier keinen Stress haben möchten, geht mal kurz zur Seite, damit mich meine Teammates in Ruhe wiederholen können.
Los geht an meine Teammates raus, damit wir auch gleich weitermachen können. Ich begebe mich gleich zum Standort bzw. halt zum Treffpunkt, der hier unten bei der Kurve ist. Und dann werde ich gleich den Skin Contest auch starten, hoffentlich. Also an alle Leute, die sich in Sicherheit davor begeben haben, vor den Stream-Sappern, kommt mal bitte wieder zurück, alle hier. So, die Granaten schmeiße ich mal weg hier, damit keiner auf dumme Ideen kommt mit denen. Auch die Klingernades kann ich schon mal wegschmeißen, denn die brauchen wir nicht. So, und an alle anderen wäre ganz nice, wenn ihr zu mir kommen könntet und mir eure Meds droppt. Das sieht schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Oh, wer war das? Das war doch die Safe, oder? Geil, holen wir mal mein Teammate wieder. Hier, so, bleib mal kurz stehen und lass mein Teammate liegen. So, ein paar Mets habe ich, deshalb baue ich hier schon mal den Gang vor. Ob das reichen wird, weiß ich nicht. Aber ist egal, glaube ich sogar. Okay, an alle anderen, stellt euch mal bitte vor die Tür auf und verfolgt mich hier nicht. Also stellt euch mal nacheinander hier bei dieser Tür auf. Ich gebe euch mal. Oh Gott, nein. Dort. Oh, hoffentlich wird er so schnell wie möglich. Okay. Ah, Mann, sorry. Falls er Mate hat, dann holt ihn mal bitte wieder, denn anscheinend ist er doch freundlich gewesen. Da habe ich mich mal kurz verguckt. Und der Typ hier sollte tot sein. Okay. Also, falls jemand der Mate von diesem Lama ist, holt ihn mal bitte wieder. Aber ich würde sagen, wir können schon mal anfangen hier. Okay, das ist ein richtig geiles Skin-Kombo. Und Season 1 kombiniert mit diesen Flügeln auch aus Season 1 oder 2 von Kapitel 2. Und die Spitzhacke mache ich auch sehr gerne. Deshalb kannst du schon mal weitergehen hier. Dann kommen wir hier einmal zu dem Skin, zum Cup-Skin. Okay, der sieht auch ganz gut aus. Du kannst schon mal weitergehen. So, dann haben wir den World Cup Fish. Hat auch relativ viele Farben drin. Auch rosa und pink und lila. Gut getroffen bei der Farbauswahl. So, Fabrizio Funkelmähne. Was hast du hier zu bieten? Du hast hier ein rosanes Rucksack. Ah, passt ganz gut, obwohl farblich her, ja, mit der Spitzhacke passt es halt nicht. Und ich weiß, ich bin jetzt absolut streng, aber ich muss hier die Leute wirklich aussortieren langsam. Denn sonst wird es halt viel zu schwierig hier mit dieser Runde. Sonst werden am Ende noch 20 Leute leben. Okay, du hast einmal eine geile grüne Kombo. Passt aber halt mehr so zum grünen Thema und töte mich bitte nicht hier. Ich würde mir noch ein paar mehr Farben wünschen hier. Und die Hates will ich auch. Ach, Junge. Schade. Okay, ich bin aber noch am Leben hier. Hoffentlich werde ich gleich von meinen Teammates wieder geholt. Hier erholt mich hier wieder anscheinend. Dann können wir auch gleich mit dem Skin Contest weitermachen. Okay, also Glühchen immer bitte weit weg damit. Die brauchen wir hier in keinem Fall. Ich hebe mich mal kurz voll. Und dann können wir auch weitermachen mit dem Skin Contest. Sollte nicht allzu lange dauern hier. Opa, sorry. Weg damit schon mal. Oh Gott, jetzt muss ich hier irgendwie durchgehen. Okay, baut mal hier bitte wieder eine Wand hin, also mit einer Tür, damit wir weitermachen können. Und die Leute, die halt noch nicht weiter sind, okay, das passt auch. Warte, lass mich mal kurz hier rüberspringen. Okay, da ist eine Tür gebaut. Das heißt, die Leute, geht mal bitte wieder dort hinten hin. Sorry. Hier, geht mal hier hinter die Tür hin, alle. Dann können wir auch weitermachen mit dem Skin Contest. Okay, die machen euch ja Platz. Ich sehe es, alles gut. Okay, dann kommen wir hier einmal zur Taxifahrerin. Gefällt mir ganz gut, die Skin-Kombo. Du kannst schon mal weitergehen, Taxifahrerin.
Geh schon mal weiter. Dann haben wir hier die Zoe. Okay, das mit dem Rot finde ich tatsächlich nicht so geil. Passt nicht so zu deiner Skin-Combo. Aber ansonsten, der Rest war ganz gut. Hat aber leider halt nicht gepasst alles. Okay, hier haben wir einmal das Skelett mit dem Schwert. Und die 8 oder... Ne, die 6 finde ich auch ganz geil. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. Skelett, du kannst schon mal weitergehen. Das Skelett. Steh auf, Junge. Oh Mann, jetzt ist es tot. Ah, egal. Machen wir das einfach dann so auf diese Art hier. Du bist weiter. Also, wenn du Teammates hast, die kann ich dann gleich reviven. Oder du bist AFK. Keine Ahnung. So, dann haben wir dich hier einmal. Oh, das sieht übelst geil aus, als wärst du so ein Eis am Schild oder so. Fühle ich. Du kannst schon mal weitergehen. So, dann kommen wir hier zum Galaxy-Skin. Hast du einen Backbling? Hast du keinen Backbling? Ja, du hast einen Backbling. Das passt ganz gut zu deinem lilanen Farbthema zusammen. Kannst schon mal weitergehen. Kann schon mal weitergehen, Galaxy. Noch nö. Jetzt brennt alles. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wer das war mit dem Benzinkanister. Also geht mal bitte alle weg von dort. Ich hätte jetzt mal. Ich werde einfach mal so jetzt durchgehen und gucken, welcher Skin mir gleich gefällt, wenn wir alle in der Zone sind. Ich würde sagen, wir treffen uns einmal in diesem Berg hier in der Zone. Der ist ein bisschen weiter rechts unten von Tilted. Ich lasse es mal hier auf der Karte auf. Karstenstahl. Also, ich weiß nicht, ob wir nochmal ein Thema bunt machen. Also, das ist gerade extrem schwer zu beurteilen. Die Leute haben so heftige Skins, kommen muss alle. Vielleicht mal später, aber wenn der Chat natürlich viel bunt ist, dann werde ich hier bunt machen. Okay, die Granaten nehme ich mal lieber mit hier. Dann alle anderen, kommen mal zu diesem Berg hier, der ist relativ nah an der Zone hier noch dran. Ja, danke nochmal an mein Teammate. Na, hoffentlich will uns der Tornado hier nicht allzu nerven. Oder vielleicht Custom Games. Also die meisten Leute sind hier eigentlich dafür Skin Contest. Ich habe gestern mal Custom Games gemacht, aber da sind halt richtig viele Leute aus meinem Stream rausgegangen, weil sie halt eben Skin Contest machen möchten. Deshalb werde ich hier auch wahrscheinlich heute nur Skin Contest machen. Aber vielleicht werde ich ja morgen mal einen Stream nur für Custom Games machen, wenn das Ganze gut ankommt und sich das viele Leute wünschen. Der Tornado kommt hier ein bisschen zu nah an uns dran. Ach, schade, dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein. Obwohl. Ja, okay, der Tornado kommt immer näher. Wir brauchen dann einen besseren Ort. Dann würde ich sagen, mal hier hin. Er geiert Klicks nicht. Geiert tatsächlich nicht so auf Klicks. Ich mache nicht Clickbait oder sowas. Ich mache halt immer das, was in dem Titel drin steht. Deshalb kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass ich hier auf Klicks geier. Also ich mache natürlich Sachen halt, die gut ankommen. Wäre ja dumm, wenn nicht. Ich weiß ja, dass Skin Contest übelst viele Leute spielen, deshalb mache ich das natürlich auch. Aber ob das verwerflich ist, weiß ich jetzt nicht. Macht halt extrem Spaß. Also ich mache das jetzt nicht nur für die Klicks oder sowas. So, ich glaube, die meisten Leute sollten auch hier sein. Dann werde ich mal aussortieren. Der Benzinkanister hat doch ein paar mehr Leute mitgenommen, als ich dachte. Aber die Skin-Kombos passen alle sehr gut zusammen. Okay. Das ist ein bisschen zu bunt. Das passt nicht so heftig zusammen, muss ich ehrlich sein. Dann du. Du bist auch nicht so bunt, sondern hast dich mehr so auf zwei Farben konzentriert oder auf drei Farben. Aber konnte man ein bisschen bunter gestalten, das Ganze. So. Hoppala, ich habe ja gar keine Dings hier mehr, keine Munition. Na komm. Okay, die Granaten schmeiß ich hier mal weg. Und die Glühwürmchen auch. So, dann die Leute, die noch nicht hier da waren, komm mal bitte her. Obwohl, ich glaube, das sind sogar dann die meisten. Ja, anscheinend sind es hier alle. So, dann würde ich sagen, dass ihr euch mal hier alle an die Wand anstellt. Und dann werde ich von links nach rechts eure Emotes bewerten. Mal schauen, was für bunte Emotes ihr habt. Oder die Emotes können auch einfach nur zu euren Skin passen. Aber am besten wäre es, wenn es zum ganzen Thema passen würde.
Okay, das ist ganz geil hier mit dem Regenbogen. Ist wahrscheinlich das bunteste Emote in ganz Fortnite. Dann schauen wir mal, was der Fisch hat. Der hat hier einmal die Tanzfläche. Das passt auch zu deinen Skinfarben. Deshalb lasse ich dich hier auch mal weiter. So, dann du hast es mit dem Lama. Du hast auch anscheinend einen Lama-Rucksack. Deshalb passt es. Mal schauen, was der Clown hier zu bieten hat. Okay, das ist ein Toy-Emoticon, aber ich glaube, du hast dich verwählt. Das mit dem Regenpunkt passt hier auch zu deinem Skin. Mal schauen, was du hier hast. Du hast hier auch nochmal das gleiche Regenbogen. Was hat Fabrizio Funkelmähne hier? Okay, das ist halt Z gewesen, das weiß ich. So, das wär's dann hier mit den meisten Leuten. So, dann würde ich sagen, dass ihr mal euch eine Wand aussucht und dann ein Spray-Motiv ganz schnell macht, weil die Zone kommt ja auch gleich. Du hast hier einmal den Regenbogen. Du hast ein Lama, das passt leider wohl. Gibt es ein besseres Spray, was du machen könntest? Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht vote ich dich hier aber auch nochmal raus. Mal schauen, was der Clown hier macht. Okay. Du musst einmal diese Perücke und du hast ja selber eine Perücke auf, deshalb passt es, würde ich sagen. Dann kommen wir zu dir hier einmal, Disco-Mann. Okay, du feierst hier anscheinend Geburtstag. Also machst du hier Party, passt du deinem Skin auf jeden Fall. So, was machst du hier? Du machst einmal ein Herz. Ah, du siehst jetzt nicht so aus, als würdest du auf Herzen stehen oder sowas. Deshalb vote ich dich hier mal raus. So, wie viele Leute sind wir noch? Wir sind noch 1, 2, 3, 4 Leute. Okay, beim Fisch. Okay, das passt natürlich besser zu deinem Skin. Da würde ich dich auf jeden Fall weiterlassen. Aber an alle anderen, komm mal ein bisschen in die Zone weiter. Und wir nähern uns langsam auch dem Finale. Ach, lass uns einfach hier bei dieser Markierung treffen. Bei diesem Berg hier oben drauf. Oder hier oben. Geht ja auch. Und auf dem Weg könnt ihr schon mal eure Emoticons rausholen an die Finalisten hier. Wir kommen mal auf diese Plattform hier. Baut noch ein bisschen weiter. Jetzt gebe ich euch noch mal kurz Zeit, um die buntesten Emoticons rauszuholen, die ich hier in euren Spind drin habe. Okay, das mit der Blume geht noch ein bisschen bunter. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, aber sonst würdest du nicht weiterkommen mit der Blume. Dann haben wir einmal die Boogie-Bombe. Passt sehr gut. Oh, der Schmetterling ist geil. Okay, der Schmetterling ist sehr gut. Dann haben wir hier einmal Party-Emotes. Fabrizio Funkelmähne, okay, ist ein Regenbogen, passt aber leider nicht so zu deinem Skin. Obwohl das farblich ja gepasst hat, aber passt halt nicht zu deinem Skin so doll zusammen. Hier haben wir halt Party Mode, passt ganz gut zusammen. Sie hat das Schmetterling Emote gemacht, was richtig gut gepasst hat. Der Fisch macht hier einmal Disco, denn es gab auch beim World Cup sehr viel Disco auf jeden Fall. Aber was kann man denn noch bewerten? Ich würde sagen, dass wir ein Emote Battle mit euch dreien machen. Also stellt euch mal alle nebeneinander auf, also die Finalisten, und macht dann mal ein Emote-Battle und dann werde ich oder auch der Chat entscheiden, wen wir hier weiterlassen und wer die Runde hier gewinnen wird. Wir haben ein Hühner-Emote. Was haben die anderen hier? Er macht hier einmal Floss. Passt ganz okay, eigentlich würde ich sagen. Dann strickst du anscheinend noch was hier. Aber was macht die Galaxy-Frau? Ich bin mal gespannt, was sie hier macht. Okay, sie macht das Hühner-Emote. Passt jetzt nicht so geil zusammen, leider. Und hier wären dann unsere Finalisten: einmal hier ein sommerliches Emote und dann noch einmal den Roboter. Er nickt mal, also macht mal den hier, wenn ihr wollt, dass der Chat über euch entscheiden soll. Oder macht einfach den hier, wenn ihr nicht wollt, dass der Chat entscheidet. Okay, du möchtest, dass der Chat entscheidet. Willst du, dass der Chat entscheidet? Komm, sag ja.
Ah, okay. Sagen wir mal, der Chat entscheidet. So. Dann würde ich sagen, dass wenn ihr wollt, dass er Fisch gewinnt, dann schreibt mal eine 1 in den Chat. Und wenn ihr wollt, dass dieser Disco-Mann gewinnt, dann schreibt mal eine 2 in den Chat rein. So. Und auf dem Weg zur Zone könnt ihr dann nochmal ein paar Emotes machen, damit ihr die Zuschauer nochmal hier richtig, ne? Zeigen könnt, dass ihr der Gewinner sein sollt. Ich sehe ein paar Einsen, aber auch ein paar Zweien. Aber bisher ist, glaube ich, der Fisch in Führung. Die meisten Leute sind hier sogar für den Fisch, obwohl ich eher für den Disco-Mann wäre. Also meiner Meinung nach hat der Disco-Mann gewonnen, aber der Chat hat sich hier für den Fisch entschieden. Deshalb hat der Fisch hier auch gewonnen. So. Herzlichen Glückwunsch und dickes GG an dich, auf jeden Fall. Ah, oh, ist ja wieder sogar der Entenkopf gewesen. GG an dich, Entenkopf. Du bist hier leider von meinen Teammates gestorben. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich kenne deinen Namen auf jeden Fall. Hast du schon zwei Runden heute gewonnen bei meiner Lobby? So. GG an dich. Und an alle anderen, schreibt schon mal das nächste Thema rein, was ihr möchtet. Was sie dann in der nächsten Runde machen werden. Oder wollt ihr vielleicht mal eine Runde Barrow sagt spielen? Ich glaube, ihr wisst bestimmt, wie das funktioniert. Wenn ich dann zum Beispiel sage, Barrow sagt springen, dann sollt ihr halt alle springen. Und wenn ich sage, nur springen, also ohne Barrow sagt, dann werde ich euch halt eliminieren. Okay, einer ist auf jeden Fall dafür, dass wir Barrow sagt spielen. Okay, also anscheinend will nur eine Person, dass wir das nicht spielen. Und deshalb würde ich sagen, dass wir Barrow sagt machen. An die Leute, die hier in meiner Lobby seid, also wenn ihr mitmachen möchtet bei Barrow sagt, dann könnt ihr hier einmal meine Lobby verlassen. Und wenn ihr halt Beschützer sein wollt, dann bleibt mal in meiner Lobby drin. Also wir werden jetzt eine Runde Barrow sagt machen, aber danach werden wir weiter mit den Skin Contests mal wahrscheinlich weitermachen. Okay, die beiden wollen anscheinend wieder Beschützer sein. Dann macht mal bereit hier. Okay, der Code funktioniert. Ich werde dann hier mal den Code einblenden. Der Code ist dann immer noch 0405, das Thema und. Nee, Modus ist ja immer noch Teams. So. Dann werde ich das hier nochmal reinschreiben für die Leute, die neu sind. Das sollte dann für jeden lesbar sein hier. Code und Mode steht ja auch da drin. So, und in der Zwischenzeit, ja, okay, ich habe nicht viele Freundschaftsanfragen hier jetzt bekommen. Er kann nicht Beschützer. Du kannst dann wahrscheinlich Beschützer in der nächsten Runde drin sein. Wir haben halt eben schon hier in der Lobby gestartet. Wäre jetzt ein bisschen schlecht, wenn ich abbrechen würde. Wie sind 30 Leute? Ich glaube, ich starte jetzt einfach mal die Runde. Weil sonst kommen viel zu viele Stream-Sniper rein, das wäre halt bei Barrow sagt nicht so geil. Also wir werden hier alle noch am gleichen Ort landen, und zwar hier bei dieser Kurve bei Conny Crossroads.
Also landet mal bitte alle, die hier mitmachen wollen, bei dieser Kurve, bei unten links von Conny Crossroads. Und mein Team und ich werden in Conny Crossroads landen, damit wir uns halt mal per Waffen und Meds und sowas holen können und halt noch Healing-Sachen. Was wir nächste Runde als Thema machen werden, das werden wir dann alle zusammen in der Lobby entscheiden. Also schreibt noch nicht in den Live-Chat rein, welches Thema ihr haben wollt, sondern erst halt nächste Lobby. Hoffentlich wird das hier mit der Runde Barrowsack klappen, weil ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe das nur bei anderen YouTubern gesehen. Ich habe das ja mal bei Monte gesehen und der hat das zuletzt, glaube ich, in 2018 oder 2019 gemacht. In den guten alten Fortnite-Zeiten. So, hoffen. Okay. Kein Stream-Sniper. Also doch schon ein Stream-Sniper, aber halt ein netter Stream-Sniper gewesen. Ich habe auch nur eine sehr kleine Verzögerung im Stream drin. Ich glaube, die geht nur so 2 oder 3 Sekunden. Also sollte das hier wirklich gut funktionieren. Und dann kann die Waffe, aber die brauche ich tatsächlich nicht. Ich habe eine etwas bessere hier. Ist Sikorsky. Und dann die Leute, die hier gerade nichts zu tun haben, schreibt mal rein, auf was ihr eigentlich spielt. Also spielt ihr auf PC oder auf Konsole, würde mich mal interessieren. Also ich selber habe angefangen, Fortnite auf dem Laptop zu spielen. Dann bin ich auf die PlayStation geswitcht, also auf die PlayStation 4. Und jetzt bin ich wieder zurück auf PC hier. Mit deutlich mehr FPS als auf der PS4. Für dich. Das ist kein Steam Sniper. Okay, dann würde ich sagen, dass ihr mal zu diesem Ort hier kommt. Also zu dieser Kurve links unten von Conny Crossroads. Ich markiere das hier nochmal auf der Karte für euch, die es nicht mitbekommen haben. Das schaut aber schon mal ganz gut aus, außer die Waffenschüsse, die gefallen mir jetzt nicht so sehr. So, dann baue ich hier mal ein paar Wände. Und dann stellt euch mal hier alle in einer Reihe vor die Wand auf. Und dann werden wir mal versuchen, Barrowsack zu spielen. Also stellt euch mal alle vor diese Holzwände dort auf. Wenn die Wände nicht reichen, dann baut noch mal ein paar neue Wände. Aber ich glaube, die sollten eigentlich reichen. Dann werde ich mal kurz warten, bis wirklich alle da sind. Munition ist ein bisschen knapp bei mir, aber mein Teammate hat, glaube ich, noch ein paar Munition und ein paar Waffen dabei. Okay, gut, dann würde ich sagen, dass wir anfangen können. Und wir fangen mal ganz easy an mit Barrow sagt, springt. Okay, von der Verzögerung passt es. Okay, dann ducken. Ducken. Ahaha, Junge, Mann, Junge, das ist doch Kacke. Wenn du verlierst, dann verlier doch ehrenhaft so. Aber töte mich doch hier nicht jetzt. Okay, du hast reingefallen. Wahrscheinlich, weil ich mit der Stimme ein bisschen hochgegangen bin.
Ach, warte kurz. Die macht hier Stress. Okay, den habe ich hier. Ja. Schade, dass die Leute hier immer so pisst sind, wenn die hier einmal verlieren. Okay. Aber alle anderen haben sich ganz gut geschlagen hier. Okay, Mahahan, doch nicht Glühwürmchen jetzt noch. Okay, dann verziehen wir uns hier mal von diesem Ort. Okay, die ist anscheinend ein bisschen mad. Ja, moin, Digga. Killen wir beide. Zum Rambo. Noch ein No-Skin. Also ein Schieferin und No-Skin sind hier die Übeltäter. Versucht die mal hier bitte zu spitzhacken oder so. Den No-Skin halt auch. Hoffentlich kann mich gleich jemand. Och nee. Okay, mein ganzes Team ist leider tot. Deshalb kommt mal bitte alle sofort in die Lobby zurück. Ich werde gleich eine neue Runde starten. Und ich werde die Runde schon starten, wenn nur 20 Leute bereit sind oder so. Damit halt möglichst wenig Stream-Sniper reinkommen. Dann können wir halt ganz schnell eine neue Runde anfangen. Ah, der stimmt, der Code. Der Code ist 0405, Leute. Wie auch bei der letzten Runde. Macht alle mal ganz schnell bereit. Aber von der Stream-Verzögerung passt es sehr gut eigentlich, glaube ich. Also das waren wirklich, glaube ich, nur 2 oder 3 Sekunden, bis dann halt auch wirklich alle gesprungen sind. Okay, 7 Leute sind wir gerade noch bereit. Jetzt 15. Beim nächsten Schritt werde ich dann sofort die Runde starten, damit wir hier nicht zu viele sind. Außerdem ist es halt sehr schwer darauf zu achten, wer wirklich dann gesprungen ist oder sich geduckt hat. Okay, 34 Leute ist ein bisschen viel. Aber wird hoffentlich trotzdem klappen. Thema haben wir keins. Wir spielen gerade Barrow sagt. Ich glaube, das solltest du kennen, das Spiel. Hoffentlich wird die Runde erfolgreich. Dann könnt ihr nochmal sagen, ob ihr nochmal Barrow sagt spielen wollt oder ob ihr Skin Contest spielen möchtet. Okay, dann würde ich sagen, landet mal wieder bei dieser Kurve. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Ort, um dort alle Sachen zu machen. Und mein Team und ich werden halt in Conny Crossroads landen, damit wir uns ein paar Waffen holen können. Aber an alle anderen, landet hier bei dieser Kurve unten links von Conny Crossroads. Dann können wir dort auch hoffentlich in Frieden Barrow sagt spielen. Der Typ macht ernsthaft, Barrow sagt. Also, meine Streamverzögerung ist extrem gut. Ich habe das extra bei YouTube eingestellt. Das sind wirklich nur 2 oder 3 Sekunden. Man kann das. Nicht mal Twitch kann das machen. Also, ich weiß, TikTok hat auch eine sehr geringe Streamverzögerung. Aber mein Stream auch. Der hat gerade mal 2 oder 3 Sekunden. Also sollte es passen. Also, letzte Runde hat es ganz gut geklappt. Dann baue ich mal eine neue Wand, oder wie ich sehe, haben das hier schon die meisten Leute gemacht.
Baut das am besten wirklich immer aus Stein oder aus Metall, denn gerade eben wurde das hier abgefackelt, das Ganze. Okay, dann können hier schon mal die ganzen Leute drauf gehen. Okay, nee, geht da lieber nicht drauf, sondern wir machen das anders. Stellt euch mal hier drunter, dann seid ihr ein bisschen sicherer. Also geht mal hier alle nach unten hin, bitte, und stellt euch dann vor die Wand auf. Hier von wo jetzt die Nades kam, keine Ahnung. Ist ja immer so dahingestellt. Ja, mach mal hier bitte die Wand weg. Okay, so. Ich glaube, die meisten Leute sollten eigentlich angekommen sein. Und dann können wir auch starten. Okay, wartet kurz. Ich versuche mich mal kurz um meinen Stream-Sniper zu kümmern. Bleibt mal bitte dort alle bei der Wand stehen. Ich glaube, das hier ist ein Stream-Sniper, weil der ja, der. Safe diese Spider-Man-Dinger dabei, um immer abzuhauen. Okay, so. Dann stellt euch mal alle vor eine Wand auf hier. Okay, warte. Er kann nicht mal jemand kurz reviven. Mein Teammate war ein bisschen sehr streng mit ihm. Also revive mir mal bitte kurz. Okay, so. Dann macht auch mal am besten das hier weg von euren Köpfen. Also mach mal doch den Boden weg hier. Weil wenn ich sage, Barrow sagt springt, dann ist es halt nicht geil, wenn ihr euch den Kopf die ganze Zeit hier anstoßt. So, das sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt aber stellt euch mal alle vor die Wand auf und dann werden wir auch gleich beginnen. Und spickzackt euch mal nicht alle gegenseitig hier. Wartet. Komm mal alle bitte rein. Ganz normal. Oh, Junge. Unnötig. Ach, Digga. Da von hinten. Ja. Das wird schwer mit Barrow sagt. Ich glaube, wir müssen das dann bei Kreativ machen. Hoffentlich werden hier ein paar Leute noch überleben. Das würde erfreulich sein. Wenn ihr keine Stream-Sapper seid, dann hört am besten auf zu schießen. Dann stellt euch gleich nochmal vor die Wand auf. Okay, also da sind wirklich so viele Leute, die einfach dumm Stream-Sniping, Junge, weil das solche fucking Opfer sind, Mann. Okay, da ist ein Stream-Sniper hier. Finde ich mal kurz eben. Okay, hat ganz gut funktioniert. Wer ist hier rausgeflogen aus dem Wagen? Okay, das passt anscheinend. Dann mach mal kurz hier die Boxen weg. Okay. Hier sind leider nicht mehr so viele Leute. Aber wird hoffentlich trotzdem ein bisschen noch Spaß machen. Okay, das sind wirklich nicht mehr viele Leute. Weil da hinten sind ja noch Stream-Sniper. Ey, hier ist eine genockte Person. Kann die mal jemand bitte wiederholen? Die hat ja noch einen Mate. Oh, Junge. Dort ganz hinten ist einer. Ach, Junge, warum machen die Leute das? Ich check es wirklich nicht. Anstatt einfach mitzumachen und Spaß zu haben. Machen die das hier kaputt? Ah, sorry, sorry. Huch. So, an alle anderen, stellt euch mal nochmal vor die Wand auf, damit wir noch einmal das Ganze versuchen hier. Meine Beschützer können sich ja um die Stream-Cyber dort kümmern. Hier, der muss noch sein Medkit nehmen. Wenn der Typ hier mit seinem Medkit fertig ist, dann stell dich mal hier auch an die Wand hin. Und dann können wir auch anfangen. Okay, so. Jetzt endlich. Okay, Barrow sagt ducken. Dann einmal aufstehen wieder. Er Barrow sagt aufstehen. Okay. Dann Barrow sagt, Barrow sagt, dreht euch einmal im Kreis. Ich glaube, der Hund hat hier ein bisschen Streamverzögerung. Okay, dann einmal bitte ducken. Ducken.
Ah, okay. Du bist hier einmal reingeflogen. Oh, das ist ziemlich einfach, aber egal. So, dann würde ich sagen, Barrow sagt, jeder hebt mal eine Waffe auf. Wählt mal alle kurz eure Spitzhacke dann wieder aus. Aha. 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 Okay, sorry, du hast dich vielleicht geheilt gerade eben. Aber du hast trotzdem die Spitzhacke ausgewählt und ich habe halt nicht Barozak gesagt. Okay, dann Barozak, geht alle mal auf eine Waffe in eurem Inventar drauf. Also Barozak, wählt eine Waffe aus. Und wenn ihr halt keine habt, dann hebt mal kurz eine Waffe auf. Okay. Droppt mal eure Waffen bitte. Okay. Dann. Barrow sagt, folgt mir in die nächste Zone. Weil die kommt ja auch gleich. Dann treffen wir uns mal hier. Hier bei diesem kleinen Fischerhaus. Mal schauen, wer von den dreien hier gewinnen wird. Ich glaube, ich sollte auch eine Kreativbase bauen und dann können wir in Frieden Barrow sagt spielen. Das wäre dann richtig geil. Hier, Barrow sagt, kommt alle zu mir und dann geht es auch weiter. Okay, der letzte kommt gleich, dann geht's auch weiter. Okay, ihr hattet ja alle Waffen im Inventar, deshalb droppt die mal kurz mal bitte. Ich brauche die unbedingt, weil ich habe keinen Bock mehr auf meine Waffen. Nicht schlecht, nicht schlecht, okay. Die sind ein bisschen hartnäckig hier. Barrow sagt, dreht euch im Kreis. Hier, du hast ein bisschen zu lange gebraucht. Kann wegen der Streamverzögerung sein, aber war ein bisschen lange. Okay, also eigentlich, also die anderen waren halt deutlich schneller als du. Springt mal so wie ich ungefähr. Also in diesen Takt. Also 1, 2, 1, 2, 3. Springt mal so kurz. Mach mal vor. Barrow sagt ducken. Barrow sagt, wieder aufstehen. Barrow sagt, wählt eure Waffe aus. Barrow sagt, wieder ducken. Barrow sagt, geht auf eure Spitzhacke und dreht euch noch einmal im Kreis. Springt. Okay, das ist extrem schwierig hier gerade. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll bei euch. Okay, Barrow sagt, guckt nach links und danach wieder zu mir. Mann, oh Mann. Barrow sagt, einmal ducken, dann wieder aufstehen. Springt mal kurz beide. Schieferin, zeig mal bitte die Waffe, die du hier hast in deiner Hand. Also du hast ja eine Waffe, zeig die mir mal bitte kurz. Aha, endlich, ja. Oh, sehr gut. So, dann sind wir hier beim letzten Minion. Okay, du hast hier die Ehre. Du hast es hier durch die Stream-Sniper geschafft und dann auch Barrow sagt, hast du gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, GG an dich im Chat. Hast du sehr gut gemacht. Aber was wäre, wenn ich gesagt hätte zu dir, dass du die Waffe auswählen sollst? Vielleicht würdest du dann verlieren.
Da war das Glück auf jeden Fall an deiner Seite, aber hast du trotzdem ganz gut gemacht. Aber an die Skifahrerin, du hast auch extrem lange durchgehalten, hast du richtig heftig gemacht. Huch. Okay, Adland 45, du hast hier die Runde gewonnen. Deshalb gehe ich mal wieder hier zur Lobby rein. Und jetzt machen wir mal wieder Skin Contest weiter und schreiben mal das Thema rein, wo drauf ihr halt Bock habt. Das nicht. So, also schreibt mal ein neues Thema rein, worauf ihr Bock habt. Okay, Thema Musik. Ja, dann nehmen wir mal Thema Musik rein. Das hatte ich auch noch nie gemacht. Mal schauen, ob der Code funktioniert. Ich mache mal kurz meine Gruppe auf öffentlich, damit ein Beschützer reinkommen kann. Also einen Beschützer brauche ich hier auf jeden Fall noch. Denn wir sind jetzt relativ viele Leute im Stream hier. Das wird ein bisschen schwierig sonst. Okay, einer ist hier meiner Gruppe beigetreten. Okay, dann die Magma Renegade kicke ich hier mal aus meiner Lobby. Du kannst ja ganz normal beim Skin Contest mitmachen. Und an die in meiner Lobby sind, macht mal kurz bitte bereit, damit ich sehen kann, ob der Code noch funktioniert. Ja, der Code funktioniert auf jeden Fall. Also können alle anderen hier im Stream auch bereit machen. Ich gehe mir kurz was zu essen holen. Die Runde werde ich dann bei ungefähr 4 verstrichenen Minuten starten. Also habt ihr nochmal alle 3,5 Minuten Zeit, um eure passende Skin-Kombination zum Thema Musik rauszuholen.
So, 4 Minuten sind vergangen. Ich glaube, die meisten Leute haben alle passenden Sachen aus dem Spind geholt. Deshalb starte ich mal hier die Runde. Und diesmal werden wir alle an verschiedenen Orten landen. Also wir landen gleich alle an verschiedenen Orten, jeder halt dort, wo er will. Und dann suche ich mir einen Ort auf der Karte aus, wo wir uns dann alle treffen werden. Dann gebe ich euch halt so ein paar Minuten Zeit, so 2, 3 Minuten Zeit, damit wir uns dort dann alle treffen können. Die erste Zone wird hier auch angezeigt. Ich würde sagen, dass wir uns dann hier südlich von Tilted Towers auf diesem Berg treffen werden. Ich lasse das gleich auf meiner Karte markiert, nachdem ich mein Teammate gerecht habe. Denn das akzeptiere ich nicht, dass mein Teammate hier einfach stirbt, ne? Okay, das ist ein Teamseller, die Banane auf jeden Fall. Ich werde dich gleich wiederholen hier, God Mode is back. Also ich versuche dich hier wieder zu holen. Ich glaube, der Typ ist hier auch im Auto drin, oder? Ja, aber den habe ich zum Glück. Ach, Junge, hier zack. Du passt nicht zum Sieg. Ich habe Angst, dass du gleich zum Stream-Stepper noch wirst. Sorry, falls du freundlich warst, aber ja, meistens sind halt Stream-Sniper eben die, die einen sehr unpassenden Skin zum Thema haben und du hast, warst jetzt ein Superheld beim Thema Musik. Ich glaube, da merkst du, dass da einiges nicht passt.
Ich revive mal hier kurz meine Teammates wieder und dann können wir uns auch alle hier in Tilted Towers treffen. Und zwar genau hier südlich von Tilted Towers auf diesem Berg. Und dort werden wir auch mit dem Skin Contest starten dann. So, meine Teammates sind wieder da. Dann brauche ich hier noch einen Chauffeur in meinem Wagen, damit ich den Leuten im Stream halt sagen kann, wo die hingehen. Also ich lasse es mal offen hier einfach. Gut, dann fahren wir mal dorthin, ne? So, also ich mit meinem Team wäre hier gleich auch angekommen. Hoffentlich sind hier auch alle anderen schon da. Seht da schon mal eine Plattform. Ich würde dann sagen, jeder, der hier ist, soll sich dort oben draufstellen. Dann werde ich schon mal die meisten Skins aussortieren, die nicht so gut zum Thema passen. Danke einmal, The Rock. Okay, aber. Na, okay, doch, also The Rock, du bist ja selber ein Musiker. Ich weiß, der hat ja ein Lied rausgebracht. Hier das Skelett. Ah. Nee, ich würde sagen, du hast hier das Thema verfehlt. Auch wenn du freundlich warst, aber du hast das Thema leider verfehlt und ich muss eh aussortieren. Und holy shit, sind hier viele Streams einfach, Mann. Ach ja, alles lächeln. Ja, was soll ich sagen? Deine Stream-Sniper sind HS. Ja, ich weiß. Jeder Stream-Sniper ist ein HS, ne? Carbonat Tirol, das hat wahrscheinlich einen Grund, warum ich dich gekillt habe. Weil du halt wahrscheinlich das Thema verpasst hast. Weil das Thema ist ja Musik gewesen. Ich weiß, ich habe einen Superhelden-Skin getötet und gerade eben diesen Skelett und die haben halt beide nicht so gepasst zum Thema. Aber ich werde jetzt zum Glück rebootet wieder. Okay, nee, er wurde komplett auseinandergenommen, mein Teammate hier leider. Schade. Aber ich habe hier noch zwei andere Teammates. Na toll. Das sieht nicht so gut aus. Achso, das war J Balvin, dieser Skelett-Skin. Huch, ich hab das gar nicht bemerkt. Sorry, Mann, ich wusste das gar nicht. Okay, hätte ich das gewusst, würde ich dich auf jeden Fall weiterlassen. Ich wusste nur nicht, dass er diese Stil-Variante hat. Huch. Anscheinend klappt es nicht so gut hier mit den Rebooten, irgendwie.
Kann Maxi Beschützer sein? Also, gerade habe ich ja drei Beschützer. Also, meine Lobby ist voll hier. Und die sind eigentlich auch alle ganz gut. Das ist halt so schwer bei diesen ganz vielen Stream-Snipern hier eine normale Runde zu machen. Mal schauen, ob es hier mein Teammate schafft. Obwohl, der verbrennt wahrscheinlich eher sogar noch. Obwohl, nee, er hat es geschafft, hier rauszukommen. Starke Leistung. Thema, nächste Runde haben wir noch gar nicht entschieden. Das werden wir dann gleich in der Lobby machen. Aber ihr könnt ja schon mal Vorschläge für die nächste Runde in die Kommentare reinschreiben. G wäre eigentlich wirklich ein gutes Thema. Also das Thema mag ich eigentlich am allermeisten. Entenkopf 4, 5, 6. Eigentlich hat Entenkopf zweimal gewonnen. Also ich glaube nicht, dass es ein Stream-Sniper ist. Aber ich werde gleich wieder geholt von meinem Team mit, dann können wir hoffentlich noch diese Runde hier normal zu Ende spielen. Leider sind halt viele Leute gestorben, aber was soll man machen, ne? Sag mal, also sind ja wirklich überall Stream-Sniper, Mann. Ach, keine Ahnung. Ich melde den Typen hier mal kurz, der mich gekillt hat. Dann würde ich sagen, nächste Runde wird dann das Thema OG sein. Ich werde hier mal den Code einblenden. Der ist immer noch 0405. Macht mal kurz bereit, alle Leute, die hier in meiner Lobby drin sind. Das Thema haben wir gesagt, OG. Dann würde ich sagen, dass ich so ungefähr 3 Minuten warten werde, bis ich dann die nächste Runde starte. Der Gulchbomb muss hier noch rauskommen aus der Runde, damit auch er bereit machen kann. Ja, bis welche Season zählt OG? Ich würde sagen, alle Skins von Chapter 1, aber desto älter der Skin ist, desto besser natürlich. Also wenn du dich jetzt entscheiden musst zwischen einem Season 2 Skin, also zum Beispiel Lebkuchen, nee, ich meine, na, Lebkuchen ist ja sogar Season 1 gewesen. Also wenn du dich zwischen einem Lebkuchen Skin oder einem Ritter aus der Season 10 entscheiden musst, dann nimmst du halt natürlich deine Lebkuchen, weil die ein bisschen älter sind. Müssen die Tänze OG sein? Also wenn du weiterkommen willst, dann sollten die Tänze am besten OG sein. Also es sollte halt alles am besten OG sein. Bei Sprays ist es so, dass Sprays ja manchmal so Skins drauf haben. Also auf dem Spray ist dann so ein Skin drauf. Und diese Sprays können dann auch manchmal von Kapitel 3 sein und bilden einen Chapter 1 Skin ab. Deshalb würde ich sagen, es zählt halt das, was auf dem Spray drauf ist. Weil ich weiß ja jetzt auch nicht unbedingt, von welcher Season dieses Spray ist.
Aber die Tänze sollten eigentlich schon OG sein und die Emoticons. Oder die Emoticons sollten halt etwas repräsentieren, das OG ist. Nee, eigentlich Beschützer brauche ich, glaube ich, keine mehr. Also ich brauche keine Undercover-Beschützer. Das ist mir dann ein bisschen zu gefährlich. Gebe ich euch noch mal so eine halbe Minute Zeit hier, bis wir dann bei 3 verstrichenen Minuten sind. Dann werde ich die Runde starten. So, an alle Leute, die hier schon bereit sind, schreibt mal unbedingt eine 1 in den Chat rein. Und wenn ihr noch etwas Zeit braucht, dann schreibt eine 2 in den Chat rein. Ich sehe hier noch ein paar Leute, die ein bisschen Zeit brauchen. Also werde ich hier noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, ich warte dann noch bis 4 Minuten hier. Es sind jetzt 4 Minuten 15 vergangen. Ich würde sagen, ich starte hier die Runde. Und ich versuche mal jetzt wieder das so zu machen, dass wir alle an einem Ort landen. Denn das hat eigentlich am besten immer funktioniert. Ja, die Entscheidung ist gefallen. Wir landen wieder hier bei dieser Kurve unten links von Conny Crossroads. Also kommen wir bitte wieder alle hier hin. Hier machen wir kurz eine Überblendung. Also mein Team und ich landen in Conny Crossroads, während halt alle Leute, die beim Skin Contest mitmachen möchten, die landen halt bei dieser Kurve hier.
Ja, mal schauen, ob es was mit dieser Runde werden kann. Du bist kein OG-Skin. Und wie das macht, Leute. Okay, ist das OG? Nee, würde ich sagen nicht. Also bist du auch schon mal raus hier. Mal, ob der. Okay, das ist OG. Das ist ein normaler Mensch hier. Den habt ihr hier erledigt. So, der ist, glaube ich, von Chapter 1. Ja, Dankeschön. Schauen wir, wer hier ist. Sorry, rote Ritterin. So. Mann. Ist halt freundlich, Junge, aber es ist halt so gefährlich, Mann. Deshalb kill ich dich hier mal, weil du nicht reingepasst hast hier in OG-Thema. Dann würde ich sagen, dass wir uns dann hier jetzt alle treffen werden. Hier kann ich mich ja nochmal mit meinen Teammates heilen. Dann lass uns mal dahin gehen, ne? Bei mir ist gestorben. Ich muss kurz noch mal zurückfahren. Sorry, hoppala. Was da sehen, gut YouTuberin. Dann reboote ich ihn hier mal kurz. Jetzt aber, also wir treffen uns dann alle bei diesem Ort dort. Okay, das ist nur G-Skin. Der Weihnachtsdings ist jetzt nicht so OG, deshalb kenne ich dich hier mal. Auch wenn du freundlich bist, du bist leider nicht OG. Und auch du, lieber Fischkin, bist auch nicht OG und willst mich hier noch angreifen. Aus diesem Grund kill ich auch euch hier schon mal. Hier brennt es ein bisschen, ne? Kennt man ja schon. Ja, hoppala. So, dann lass uns mal bei dieser Kurve hier treffen. Und ich baue dann schon mal so einen kleinen Gang, um euch richtig zu bewerten können. Was soll das denn für ein Deutsch, Junge? Huch. Mögt ihr Pommdöner? Ja, ich mag Pommdöner. Schreibt mal rein, wie teuer ein Döner eigentlich bei euch in der Stadt ist. Also bei mir in meiner Stadt kostet der Döner 4,50 €. Also relativ normaler Preis. Aber es gibt deutlich teure Döner auf jeden Fall, das weiß ich. In der Schweiz kosten die ja manchmal 10 Franken.
Der Schweiz geht's anscheinend zu gut. Wie gut. Dann stellt euch mal hier bitte alle vor der Wand auf. Also vor der Tür auf, meine ich. So, dann kann der Erste schon mal hier reinkommen. Das ist hier einmal ein Season 3 Skin. Also auf jeden Fall OG. Diese Astronauten, die fühle ich richtig. Ich bereue es so sehr, dass ich einfach nicht den Season 3 Battle Pass gekauft habe. So, du kannst schon mal weitergehen. Und danke nochmal an alle deine Waffen hier. Dann kommen wir zu Captain Blau mit zu 1 Season 2 oder Season 3 Skin. Bin mir nicht ganz sicher. Aber deine Kombination hier passt richtig gut zusammen. Du kannst auch schon mal weitergehen. So, du bist Season 6. Ah, es gibt halt viel bessere, leider. Und Season 6 ist schon relativ spät gewesen und die Flüge sind auch nicht OG. Deshalb einmal Tschüssikowski mit dir. Dann haben wir noch eine weitere Blaumütze. Das ist, glaube ich, nicht Massett. Und dann nochmal die Ragnarök-Spitzhacke. Du kannst auch schon mal weitergehen. Dann haben wir hier einmal den Raptor. Ich glaube, du bist sogar wirklich Season. Okay, dann mit dem Omega. So ein schöner Season 4 Skin. Rucksack passt eigentlich ganz okay zusammen und die Sense ist auch OG Season 1. Da kannst du schon mal weitergehen, obwohl die Sense natürlich zum Omega nicht so gut passt. Dann haben wir hier einmal den Raptor mit dem goldenen Käse in der Hand. Kannst du auch schon mal weitergehen. Dann haben wir hier einmal den Türken-Skin, glaube ich, heißt du. Oder nee, also du heißt nicht Türken-Skin, aber das ist so ein türkischer Skin. Gefällt mir sehr gut. Du bist auf jeden Fall auch OG. Ist auch ein richtig seltener Skin früher gewesen. Aber die Zone ruft hier, deshalb würde ich sagen, komm mal mit alle aufs Jump Pad hier. Und dann treffen wir uns in der nächsten Zone bei diesem Berg hier. Und in der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal eure Emotes raushauen. Also nicht raushauen, aber schon mal halt bereithalten. Denn gleich werde ich hier Emotes bewerten. Ich glaube, ich baue dann einfach nochmal ein Jump Pad auf. Damit wir schnell beim Berg sind. So, dann baue ich mal noch einen Gang. Ich habe ja genug Metz hier zum Glück. Hoppala. So, das sollte eigentlich passen. Und dann, ja, zeigt mir mal eure Emotes, die ihr hier habt. Und meine Beschützer können auch mal bei dieser Runde mitspielen, denn die haben extrem geile Combos. Okay, einmal das Klatschen, das ist verdammt alt. Du kannst schon mal weitergehen, auf jeden Fall hier. Dann sind wir hier bei der Astronautin. Hau mal was raus. Okay, Floss, okay. Sehr gut, Season 2, kannst schon mal weitergehen. Okay, das ist übelst geil. Also ich habe einen ähnlichen auf meinem Account, aber das habe ich halt nur wegen Rette die Welt bekommen. Du kannst natürlich weitergehen, gute Berin. So, dann haben wir hier die Blaumütze. Ah, passt leider nicht so zum OG-Thema. Ist, glaube ich, Chapter 2 Season 3 gewesen bei dieser Astronautin. Dann haben wir hier einmal das Seppi-Emote. Das ist verdammt alt, das weiß ich noch. Du kannst schon mal weitergehen. So ein Omega, zeig mal was. Okay, take the L Season 3. Oh Mann, warum habt ihr alle Season 3 Battle Pass und ich nicht? Okay, du kannst auf jeden Fall weitergehen mit deiner Skin Combo hier. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal ein paar Wände und ihr zeigt mir mal eure Spray-Motive, die ihr so habt. Also stellt euch mal an eine Wand dran und macht Spray-Motive. Okay, am besten auf eine Wand machen und nicht auf den Boden. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen zu bunt für dein Skin. Na, hör mal. Deshalb fliegst du hier mal raus. Der Omega macht dir den Drift, hat ein bisschen Rot drin, würde ich weiterlassen tatsächlich. Oh, bei dir passt natürlich, weil du bist halt ein Astronaut und dann halt hier mit der Rakete, passt ganz gut zusammen. Bei dir passt es halt farblich her perfekt zusammen. Oh, Entschuldigung. So, dann haben wir hier nochmal einen Ragnarök-Emote und das passt halt zu deiner Spitzhacke, deshalb bist du auch weiter.
Anscheinend ist nur dieser Türken-Skin hier rausgeflogen und Alter, sind das wie die Stream Sniper. Das sind ja mehr Stream Sniper als noch Teilnehmer hier. Aber ich glaube. Ah, Mann. Ist er ein Stream Sniper gewesen? Bin mir gar nicht sicher. Der aber auf jeden Fall. Hoppala, sorry. Hab dich außerdem am Kopf getroffen. Ich werde mal kurz diese Haven-Dings verfolgen. Sollte jetzt nicht zu schwierig für mich sein. Ich komme dann gleich wieder natürlich. Okay, die geht hier einmal in ein Auto rein. Sorry. Ah, nee, das ist nur ein IO-Bot anscheinend. Huch. Das war ja ein Griff ins Klo. Ja, aber die sitzt hier irgendwo noch mit ihrer Pumpgun. Oh. Aha. Oh. Das sind ein paar viele Granaten hier. Aber ich bin ein Profispieler und schaffe hier alles. Dann hiel ich mich mal noch kurz voll. Hoffentlich leben noch die anderen Leute. Wenn nicht, wäre das hier sehr schade. Aber mein Favorit bisher ist diese Astronautin. Dann mal schauen, ob dort noch jemand lebt von denen. Die gute Person aus meinem Team ist hier leider gestorben. Okay, das sieht ein bisschen leer aus. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand hier überlebt hat. Aber falls ja, dann würde ich sagen, dass wir uns mal hier treffen bei The Daily Bugle. Und zwar an dieser rechten Kante hier. Ich markiere es nochmal. Lass uns dort mal alle landen dann. Also treffen an die, die überlebt haben. Okay, du hast die ganze Zeit nicht mitgemacht, deshalb kill ich dich mal kurz hier. Okay, die zwei Kollegen haben hier überlebt, das ist ja schon mal erfreulich. Also an die, die nicht mitbekommen haben, hier genau treffen wir uns. So, dann machen wir auch weiter mit dem Skin Contest. Die ist hier auch noch mitgekommen. Ich glaube, das sind dann auch die Finalisten hier. Ich mache das kurz noch mal ein bisschen sicherer. Ja, dann würde ich sagen, haut mal ein Emoticon raus, also ein Sticker, den man so in die Luft werfen kann. Danke, danke für die Waffen. Die kann ich gut gebrauchen hier. Einmal das Hashtag 1, das passt sehr gut. Das passt farblich sehr gut zu deinem Skin. Oder halt zu deinem ganzen Outfit. Dann hier einmal noch den Skulltrooper. Ist halt alles OG. Ah Mann. Es ist halt schwer zu entscheiden. Deshalb macht ihr dreimal bitte einen Emote-Battle. Ich glaube, so können wir es dann am allerbesten entscheiden. Also haut mal ein paar OG-Emotes raus oder halt Emotes, die generell zu euren Skin passen. Und dann schauen wir mal, wer von euch gewinnen wird. Ich habe hier das Weinen-Emote. Ist auch sehr alt. Mal schauen, was die anderen hier haben. Okay, einmal Orange Justice und den Hype-Emote. Beide aus Season 4. Okay. Macht mal noch ein Emote. Also ein anderes, was ihr noch nicht verwendet habt. Einmal Dab des Gentleman. Ist aus der Season 5. Ist ein bisschen jünger als die anderen. Okay, dann würde ich sagen, Blaumütze, du fliegst hier schon mal raus. Dann sind wir hier bei den Finalisten. Mal schauen, wer von denen hier gewinnen wird.
Okay, einmal natürlich Floss ist halt richtig geiles Emote. Aber mal schauen, was der Omega hier zu bieten hat. Den gibt beiden, glaube ich, die Emotes aus. Okay, einmal hier das Wackeln-Emote, aber das Dings-Emote ist auch richtig geil gewesen. Ich würde sagen 1 zu 1. Okay. Der Punkt geht an dich natürlich, weil du halt die Astronautin bist. Wenn du jetzt nochmal einen guten Emote raushaust, dann hast du auf jeden Fall hier gewonnen. Okay, das Popcorn passt so geil farblich zusammen mit deinem Skin. Okay, das ist auch relativ OG, aber ich würde sagen, dass sie die Astronauten gewonnen hat. Deshalb hier, kannst du meine Waffen nehmen? Okay, nee, warte. Wir killen erstmal die Stream Sniper. Erstmal killen wir hier die Stream Sniper und dann kannst du mich töten. Ich will hier unbedingt die Stream Sniper bekommen. Und die werde ich auch bekommen. Egal was. Okay, der ist über uns. Irgendwo campt er. Dort einmal. Er sprengt sich hier selber, der Dulli. Sehr gut. Toll gemacht, Mann. So. Dann fehlt ja uns nur noch ein einziger Stream Sniper, den wir hier erledigen müssen. Okay, das ist der Ehrenmann hier. So, noch ein Stream Sniper fehlt uns. Den sollten wir hier easy bekommen, aber. Alles hier. Zeig doch, was du drauf hast. Komm. Junge, der ist so lästig, Mann. Der fliegt hier runter. Wo bleibst denn du, Stream Sniper? Ach so, da oben. Ist schon wild. So schlecht einfach. Okay, komm. Du hast hier verdient gewonnen. Danke, dass du hier nochmal den Stream-Sapper mit mir erledigt hast. Jetzt hast du die Ehre, mich hier zu töten. Mit einem Trickshot. Na, schade. Klappt wohl ganz. Ich meinte, klappt wohl nicht so ganz. Okay, der fliegt hier runter. Komm, erledige mich. Bring's hinter dich. Sehr stark. Oh, Adlan hat hier gewonnen. Ich glaube, du hast auch Berozark gewonnen. Deshalb GG an dich auf jeden Fall hier mal an dieser Stelle. Und dann alle anderen, die hier noch Skin Contest mitmachen möchten, schreibt mal das nächste Thema, also wo ihr halt Bock drauf habt. Und ich brauche noch einen Beschützer, deshalb mache ich mal hier kurz meine Lobby auf öffentlich, damit ich neue Beschützer in mein Team aufnehmen kann. Und nochmal danke an die anderen Beschützer, also an den Ghoul Trooper. Auf jeden Fall. Ihr habt mir ganz gute Dienste erwiesen. So, die brauche ich hier nicht. Also ich mache einfach immer die Leute rein, die als erstes reingekommen sind. Die dürfen dann halt auch hier drin bleiben. Dann hier noch mal den Maxim raus. Dann gehen wir halt wieder auf Team-Modus drauf. Mach mal bitte alle bereit, die hier in meiner Lobby drin sind. Ich sehe hier oft rot im Chat, aber nur von zwei aufgefallen. Nee. Okay, dann machen wir Thema rot. Jetzt gleich hier nochmal einblenden.
Code ist wieder 0405 wie eigentlich immer. So. Thema Rot hätten wir dann. Ich würde dann sagen, dass wir so ungefähr bei 3 oder 4 verstrichenen Minuten die nächste Runde starten werden. Und in der Zwischenzeit gehe ich mir mal kurz trinken holen. So, bin endlich wieder da. Hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich würde sagen, ich starte hier dann mal die Runde.
Dann würde ich halt sagen, dass wir wieder an dem gleichen Ort landen. Und zwar alle Leute, die mitmachen, gehen mal hier hin. Unten links von Conny Crossroads bei dieser Kurve. Geht da mal bitte hin. Das ist auch, glaube ich, die letzte Runde, die ich hier streamen werde. Außer wir sterben jetzt am Anfang alle. Dann werde ich noch eine Runde natürlich machen. Aber ich glaube, das wäre hier dann schon die letzte Runde, weil ich bin schon übelst müde. Keine Ahnung warum. Mein Team und ich landen halt hier in Conny Crossroads drin, damit wir uns ein paar Waffen holen schon mal. So, die gehört mir. Ich höre sogar eine Diamantenkiste hier. Das kommt sehr nice hier. Okay. Mission Pizza habe ich bekommen. Servus, Spider-Man. Okay, du bist ein bisschen am Thema vorbei. Das ist nicht rot gewesen. Und ich habe halt Angst, dass du ein Stream-Sniper bist. Deshalb kannst du dich hier schon mal aus dem Weg machen. Ich loote dann ein bisschen noch, aber alle anderen sollten hier schon mal zum Treffpunkt hingehen. Und zwar hier unten links von Conny Crossroads. Und hier ist anscheinend noch ein Stream-Sniper. Okay, sehr gut, den hätten wir dann schon mal. Dann reviven wir dich schon mal. Muss oft bei, ja, okay, alles gleich hin. Hau rein, gute Nacht an dich, ja, Herr Elf. Ich werde auf jeden Fall noch morgen streamen und ich werde auch übermorgen streamen. Und dann wahrscheinlich auch am Montag, wenn ich genug Zeit habe. Also ich will eigentlich jetzt jeden Tag streamen. Warte, du brauchst ja nochmal einen Jungbrunnen. Nee, lass mal kurz in Ruhe hier. Schieß ihn mal nicht an, er hat nichts gemacht eigentlich. So, dann alle anderen, kommt mal kurz bitte zu mir und droppt eure Hardmets. Also ich brauche auf jeden Fall Stein und Metall. Ich bin genau hier. Also ich brauche nur Stein und Metall, damit das Ganze halt nicht abgefackelt werden kann. Holz brauche ich jetzt nicht so sehr. Okay, der droppt hier Holz. Aber auch ein bisschen Stein, Dankeschön. Ich meine, der Metall droppt hier. Okay, hier liegt noch ein bisschen Stein für mich. Ja, dann schauen wir mal, ob jemand anderes noch ein paar Hardmets für mich hat. Ach Mann, na super. Aber meine Teammates können mich gleich hoffentlich wiederholen. Das wäre ganz nice. Die sind ja nicht so weit weg hier. Also mein Teammate, falls du das hier siehst, dann hol mich mal bitte wieder hier. Die Fußballerin ist es ja. Okay, hier ist so ein Chaos gerade los. Ah, schade, ich wurde gefinisht. Mein Teammate kann mich ja aber gleich wiederholen mit meiner Karte. Also sollte das ja kein zu großes Problem hier sein, obwohl mein Teammate ist echt low hier, der Kingo. Schnapp dir mal kurz den Wagen. Ah, oh, okay, ja. Das war's komplett. Ich melde mal kurz diese Person, die mich gekillt hat. Die habe ich anscheinend gemeldet schon. Okay, dann Chat, schreibt mal rein, was ihr machen wollt. Wollt ihr vielleicht kreativ spielen oder wollt ihr wieder Skin Contest machen? Also gerade ist es ein bisschen stark mit den Stream-Snipern.
Ich kann aber auch natürlich die Runde viel früher starten, also wenn nur noch so 20 Leute in der Warteschlange sind. Okay. Also sag aber mal, was ihr wollt. Prozent sind Stream-Sniper, ja, also gefühlt schon, also das ist so viele Stream-Sniper. Skin-Contest wollen immer noch die meisten machen. Ist damit werden wir dann auch weitermachen. Er schreibt mal kurz das nächste Thema rein, was ihr haben wollt. Obwohl, nee, wir machen wieder Thema Rot. Mach mal bitte breit hier alle in meinem Team. Aber diesmal werde ich bei, keine Ahnung, 20 oder 30 Leuten maximal starten. Damit wir mit den Stream-Snipern zurechtkommen. Hier sind 18 Leute. Ich versuch's mal zu starten. Also sorry, es kommen wirklich sehr viele Leute nicht rein. Aber das funktioniert einfach gar nicht mit Stream-Sniper und so. Dann macht es ja auch keinen Sinn, wenn wir die ganze Zeit einfach in die Runde reingehen und dann einfach wieder rausgehen. Dann würde ich halt schnelle, aber kleine Runden haben lieber. Okay, 26 Leute sind wir jetzt. Das ist eigentlich ganz okay so. Er schreibt mal in den Chat rein, ob ihr vom Spiel Rumbleverse mal gehört habt. Also ich habe da ja schon einmal ein Video drüber gemacht. Und es hatte eigentlich ganz gute Bewertungen, das Video. So, dann landet nochmal ein bisschen bei dieser Kurve hier. Mein Team und ich landen halt in Conny Crossroads drin. Gewinner kriegt einen Kasten Kölsch, ja natürlich. Nächstes Thema, Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, dazu gibt es nicht genug Skins hier in Fortnite, um das zu machen. Ich kenne jetzt nicht sehr viele Militärskins. Es gibt bestimmt nur 5 Stück oder sowas. Danke. Nee, dich lasse ich hier nicht am Leben. Ich weiß, letzte Runde hast du einmal mit der Flare Gun geschossen. Dann bist du weggegangen wie so ein dummer Hund, Alter. Stipp. Sie wurde überfahren. Das tut mir leid, Maxi. So, dann würde ich sagen, dass wir uns gleich hier beim Treffpunkt schon treffen werden. Und dann werden wir auch den Skin-Contest starten. Ich nehme mal kurz hier ein paar Leute mit in mein Auto, damit die nicht zu Fuß gehen müssen. Dann hier noch den letzten Teammate hier, den kleinen König. Ein paar Mets habe ich ja, also ich kann schon mal einen kleinen Gang bauen. Voilà. So. Ah, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Mets, also falls ihr hier seid, dann droppt mal bitte eure Mails. Yep, danke. Dann hier für die Gewinner eine kleine Plattform. Und dann alle anderen, stellt euch mal schon in diese Box auf, also vor die Tür dort.
damit wir auch den Skin Contest starten können. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Also stellt euch mal hier vor die Tür bitte auf, also hinter die Tür in die Box rein. Das schaut schon mal ganz gut aus. Der letzte Schuss hier. So, ja, Junge, das war auf jeden Fall nicht ich. Das kann ich schon mal sagen. So, dann brauchen wir noch mal einen neuen Gang, leider. Ist auf jeden Fall einiges aus Stein gebaut. Das ist schon mal erfreulich. So. Dann haben wir halt so einen kleinen Gang. Hier stellt euch mal bitte dann alle vor die Tür dort auf. Okay, die rote Ritterin hat das Thema natürlich ganz gut getroffen mit ihren Skin. Deshalb kannst du schon mal weitergehen, die rote Ritterin. Dann kommen wir hier einmal zu diesem Skin hier aus dem letzten Kapitel. Der ist auch richtig gut geworden. Auch mit der Hologrammspitzhacke. Du kannst schon mal weitergehen. Dann haben wir hier einmal einen Weihnachtsskin. Oder nee, bist du ja gar nicht. Okay, rot-weiß, rotes Backbling und das Schwert ist auch tatsächlich rot, deshalb kannst du schon mal weitergehen. Dann kommen wir hier zu Rotkäppchen. Einmal Season 6 ist ein bisschen set und die Spitzhacke passt auch nicht so perfekt zu, aber Rotkäppchen gefällt mir der Skin richtig gut. Deshalb kannst du weitergehen, Rotkäppchen. So, dann hier einmal Deadpool Kuschelbeauftragte. Hiervon ist gar nichts Set und das gefällt mir ganz gut, deine Skin-Kombo. Deshalb kannst du schon mal weitergehen. So, dann haben wir einmal den Drachen-Ninja aus der Season 8. Ich zeige mal kurz deine Spitzhacke. Ist ein kleines rotes Detail dran, aber deine Rucksack gar nicht. Deshalb hast du hier schon mal verloren. Du hast sogar Entenkopf gewesen. Hast zwei Runden bei mir hier gewonnen schon. Dann sind wir hier einmal beim Laguna-Skin. Hat ganz schöne rote Details. Auch die Spitzhacke hat rote Details. Und das Rucksack auch. Deshalb kannst du hier schon mal weitergehen. Dann kommen wir hier zum Spidey. Auch nichts davon ist Set. Die Spitzhacken sehen ganz gut aus. Und das Rucksack auch. Deshalb kannst du auch schon mal weitergehen. So. Warte, ich muss kurz gehen. Ja, so habe ich mich. Sieht ganz gut aus, auch wieder die gleiche Skin-Kombo, außer dass das Skin ein bisschen anders ist. Dann haben wir hier einmal noch einen Spider-Man, der Stream Snipe, perfekt. Aber alle meine drei Teammates leben ja noch zum Glück. Ah ne, der hat mir gar nichts gemacht, also tötet ihn nicht. Nee, oh Gott. Schade. Ich werde gleich versuchen, den Spider-Man hier zu erledigen. Ich weiß aber nicht genau, welcher Spider-Man das hier war. Aber ich glaube, der ist schon tot. Okay, jetzt will die hier noch Dings einen Stream snipen. Ja, perfekt. Ach, Junge, es ist gefühlt unmöglich. Junge, hä? Ich habe es ja sogar bei 20 Leuten gestartet und trotzdem sind so viele Stream-Sniper noch dabei. Ich glaube, es ist wirklich am allerbesten, wenn wir Creative einfach spielen. Aber schreibt mal in den Chat rein, was ihr noch spielen wollt. Vielleicht wollt ihr ein bisschen Creative spielen. Wir können ja noch Tilted Tower Somers oder sowas spielen, alle gemeinsam halt. Nochmal probieren, also gerade später am Abend, das ist es echt unmöglich. Also ich habe, glaube ich, jetzt 4 Runden hintereinander oder sowas wegschmeißen müssen. Halt wegen Stream-Snipern. Berserk wird jetzt auch tatsächlich nicht so geil sein. Wegen den Stream-Snipern. Das war auch schon davor richtig schwierig. Eine Runde hat gerade mal funktioniert. Ich kann das ja alles morgen machen, wenn ich ein Kreativ. Ich würde da einfach eine Kreativ-Map bauen. Und dann können wir Berserk und Skin Contest komplett in Ruhe machen, ohne dass hier uns irgendwelche Leute nerven werden. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme mal auf jeden Fall hier alle Freundschaftsanfragen an.
Und dann können wir ein bisschen kreativ noch zusammen spielen. Ich hätte Bock auf Tilted Tower Song Wars. Oder auch auf dieses Boxfight FFA, das ist auch ganz geil. Dann mache ich mich hier mal auf öffentlich. Wer es am schnellsten schafft, reinzukommen, der hat dann Glück gehabt. Wer nicht, dann nicht, leider. Ja, hör mal auf, kurz zu spammen, bitte in meinen Chat. Du kannst dann beim nächsten Mal Beschützer sein. Also ich entscheide das halt immer mit dem Zufall, wer halt schneller in meine Lobby kommt. Der darf dann auch Beschützer sein immer. Okay, gut, noch eine Person kann da reinkommen. Das ist ein bisschen zu viel Gespamme. Ich blende dich hier mal kurz aus erstmal. So. Dann brauche ich einmal noch die Map Tilt Towers. Schauen, wo die hier ist. Okay, hier ist die. Dann machen wir bitte gleich alle bereit. Hier ist die. Ah, warte mal. Hört mal kurz auf, alle bereit zu machen, weil ich muss erstmal die Map hier aussuchen. Denn sonst schaltet das halt immer auf Gruppenkeile um. Also macht erstmal nicht bereit. Okay, jetzt geht's. Sehr gut, dann jetzt könnt ihr alle bereit machen. Oh nee, warte, ich hatte glaube ich noch. Ja, genau, ich hatte den Code noch drin. Hätte ich jetzt noch den Code drin, das wäre echt shit gewesen. Dann wäre es ja so wie gestern. So, jetzt könnt ihr alle bereit machen, Leute. Ich gehe wahrscheinlich nach dieser Runde offline. So, eine Person muss sie noch bereit machen. Dann können wir auch starten. Also mach mal kurz bitte bereit oder ich kriege dich gleich in den nächsten paar Sekunden hier. Okay, der ist leider rausgegangen. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das immer auf Gruppenkeile umstellt. Ach, Junge. Ist so nervig hier mit den Gruppenkeile-Dings. Oh. Hört mal kurz auf, bereit zu machen, sonst schaltet das halt immer auf Gruppenkeile um. Okay, jetzt könnt ihr alle bereit machen wieder. Die vier Leute müssen noch bereit machen. Also machen wir bitte alle bereit hier, damit wir starten können. Jemand hat jemand eingeladen, das ist ein bisschen nervig. Deshalb müssen wir das Ganze nochmal versuchen hier. Macht jetzt nochmal bereit, alle bitte.
Also dieser kleine King macht auch nicht bereit. Ich werde ihn kurz mal hier kicken aus der Lobby. Dann können wir das nochmal versuchen. Hier bist du. Tschüssikowski, kleiner King. Ich will die Runde starten und das geht halt nicht, wenn du nicht bereit machst. Und schalte wieder die ganze Zeit auf Gruppenkeile um. So, jetzt aber. Zwei Leute müssen noch hier bereit machen. Also mach mal bitte kurz bereit. Okay, nur noch Vincent fehlt. Doch, es funktioniert anscheinend endlich. Es hat funktioniert, wir sind alle in einem Match jetzt drin. Doch. Mal schauen, wer von den Zuschauern hier der Beste ist. Ich muss aber kurz noch meine Sounds ein bisschen lauter machen, aber das ist extrem schwer bei den ganzen Einladungen. Aber egal. So, das sollte reichen. Obwohl, nee, ist noch ein bisschen zu laut, glaube ich. Ja, alles gleich, Junge, nur viel zu viel Edge halt umgeben. Alter, du bist ja richtig aufgenommen hier. Aber ganz gut gerettet.
an der Stelle. Ach ne, hier ist eine unsichtbare Wand bei mir. Was soll denn das? Ach, irgendwie schlecht von mir. Hier noch den Fisch an den Kuchen. Oh mein Gott, ja, Mann, schade. Neue Runde, neues Wiki für mich. Hoffentlich. Aber meine Zuschauer sind richtig heftige Spieler hier auf jeden Fall, wie ich merke. Schlechte sind die auf jeden Fall nicht. Eigentlich sollte nichts verschwommen sein, so ich streame mit einer ganz guten Bitrate. Mach mal die Qualität des Streams aber ein bisschen höher. Dann sollte auch nichts verschwommen sein bei dir. Gott. Schade, Mann.
Ich nehme hier die ganze Zeit alle Gruppenanleitungen an, aber das funktioniert gerade anscheinend nicht. Schnell raus hier mal. Oh Junge, ich werde so gejagt hier gerade, holy shit. Ja, die Demon. Schade. Die dich hier an Palmkuh FN. Ich würde sagen, das wär's auch hier mit meiner letzten Runde. Ich wollte noch ein bisschen Dead by Daylight mit dem Ajax streamen. Ich würde dann sagen, dass wir uns morgen wiedersehen mit einem neuen Stream. Ich glaube, ich werde so um 1 oder um 2 den Stream anschmeißen. Und falls ihr noch nicht geliked habt und abonniert habt, dann ja, tut das auf jeden Fall mal. Und ansonsten würde ich sagen, dass wir uns morgen sehen. Ciao. Kakao.